Meine Damen und Herren, heute Abend werden wir uns im ORF-Studio mit einem ernsten Thema beschäftigen. Mit einem Thema, das seit dem 21. August dieses Jahres eigentlich im Vordergrund der politischen Sorgen dieses Landes steht, ob man gerade im Augenblick viel oder wenig davon spricht. Der 21. August liegt nicht einmal 6 Monate zurück. Im 13. Jahr des Bestandes des österreichischen Bundesheeres wurde dieses da vor große Aufgaben gestellt. Die Überprüfung, die Manöverkritik verstummt seitdem nicht mehr. Es heißt sogar, dass im Hintergrund der österreichischen Politik ernsthafte Bemühungen, eine Überprüfung und eine Reform vor sich gehen. Um darüber heute hier zu reden, das Problem zu analysieren, haben wir als Gast hier den Hauptverantwortlichen für die Landesverteidigung, Herrn Landesverteidigungsminister Dr. Georg Prader. Und zu seiner Rechten Herrn General Johann Freisler und zu seiner Linken Herrn General Gustav Habemann. Zu meinen beiden Seiten, zur Rechten, ist unser Mitarbeiter und Redakteur Alexander Vodopivec und zu meiner Linken ebenso Mitarbeiter und Redakteur Herr Gerhard Weiß. Um uns zuerst überhaupt zurückzuversetzen in die Zeit, als die Diskussion um die Reform der österreichischen Verteidigung neu aufgelebt war, wollen wir uns kurz einen Film anschauen, in dem die Ereignisse vom 21. August von der Seite des österreichischen Bundesheeres geschildert werden. Der Einmarsch der Truppen der 5 Warschau-Paktmächte kam für das österreichische Bundesheer völlig überraschend. In der Nacht zum 21. August wurden nach Bekanntwerden der militärischen Intervention in der Tschechoslowakei Teile der Einsatzverbände des österreichischen Bundesheeres in Alarmbereitschaft versetzt. In wenigen Stunden wurden diese Truppenteile munitioniert. Nach nur 4 Stunden waren sie marschbereit. Die für den Einsatz vorgesehenen Verbände wurden um 16.15 Uhr in Marsch gesetzt. Ihr Ziel war eine Linie, die sich ungefähr mit den Garnisonen nördlich der Donau deckte. Ihr Einsatzbefehl lautete: Sicherung des Grenzraumes gegen die Tschechoslowakei. Die Kommanden der eingesetzten Truppen wurden von den zuständigen Grenzüberwachungsstellen, der Zollwache und der Gendarmerie, über die Lage an der Grenze informiert. Zugleich mit den angesetzten Bodenverbänden wurden auch die österreichischen Luftstreitkräfte herangezogen. Die fliegenden Einheiten nahmen bereits in den frühen Vormittagsstunden des 21. August ihre Aufklärungstätigkeit entlang der Grenze auf. Trotz dieser Vorkehrungsmaßnahmen wurden sowohl österreichischer Luftraum als auch die österreichische Grenze mehrmals verletzt. Die angesetzten Verbände blieben 13 Tage im Einsatz. Das war der 21. August. Seitdem geht eine Bestandaufnahme vor sich, haben wir gesagt. Und dabei ist die Hauptfrage, wo fehlt es eigentlich bei uns? Wo müsste man ansetzen, um die Landesverteidigung wirksamer zu gestalten? Es gibt Kritiker und es gibt Fachleute, die das gesamte Konzept bezweifeln, auf dem die Landesverteidigung aufgebaut ist. Es gibt andere, die meinen, die Durchführung eines an sich richtigen Konzepts sei mangelhaft. Und es gibt schließlich Dritte, aber die sind nicht geteilt untereinander, ganz klar und wie mit der Messerscheide, die meinen, dass es nur an Mitteln fehlt und dass dann sowohl das Konzept als auch die Durchführung in Ordnung wären. Ich glaube, dass es interessant sein wird für unsere Zuschauer, zunächst einmal von einem Fachmann in einer völlig unbeteiligten und objektiven Art und Weise die Grundlagen erörtert zu bekommen, aus denen sich jedes Verteidigungskonzept Mittel und Durchführung einschließlich ableitet. Wir haben General Freisler gebeten, uns ganz einfach die Grundzüge der österreichischen strategischen Lage zu schildern, in einem Film, den ich jetzt abrufe und wo auf der Karte gezeigt wird, was die Grundgegebenheiten der österreichischen Verteidigung sind. Unser Staatsgebiet liegt im Zentrum Europas, an der Nahtstelle der Alpen, der Karpaten und der böhmischen Masse und am Schnittpunkt der historischen Nord-Süd- und West-Ost-Verkehrswege. Es stellt durch das Donautal
eine der wichtigsten Verbindungen aus dem süddeutschen Raum nach Ungarn und Jugoslawien dar. Es liegt daher bei militärischen Operationen des Ostens oder des Westens immer in der operativen Stoßrichtung und da wird daher auch stets ein militärisch interessanter Raum bleiben, der unbedingt geschützt werden muss. Wir haben eine rund 2800 Kilometer lange Grenze. Im Süden hat sie im Allgemeinen Hochgebirgscharakter mit verhältnismäßig wenig Übergangsmöglichkeiten. Die Hochgebirgsgrenze kann mit geringen Kräften gut verteidigt werden. Die Nord- und Ostgrenze dagegen ist offen und ungeschützt. Sie erleichtert einem Aggressor einen Einbruch in unser Staatsgebiet und erfordert für einen Schutz erhebliche Kräfte. In diesem Raum stellt aber die Donau in der Tiefe ein beachtliches militärisches Hindernis dar. Die österreichischen Alpen umschließen einen geschützten Zentralraum, der im Bedarfsfalle ebenfalls verteidigt werden kann. Die Alpen stellen bei allen militärischen Operationen entweder einen Flankenschutz oder eine Flankenbedrohung dar. Ein Aggressor muss daher verhältnismäßig weit in die Alpentäler eindringen, wenn er seine Operationskräfte in der Flanke schützen will. Dies ist für ihn aber schwierig und zeitraubend. Gerade die Gebirgstäler können mit geringen militärischen Kräften gut verteidigt werden. Bei militärischen Operationen spielt der Zeitfaktor immer eine wesentliche Rolle. Gelingt es einem Aggressor in unserem Lande nicht, sein von ihm angestrebtes Operationsziel rasch zu erreichen, dann verliert er sein Überraschungsmoment und muss an seinen anderen Fronten mit irgendwelchen Gegenmaßnahmen rechnen. Unser Land bietet auch entlang der Hauptdurchstoßrichtungen nicht Raum genug, um eine unbegrenzte Zahl von Panzerdivisionen zum Einsatz zu bringen. Wenn wir daher unsere Hauptstoßrichtungen durch wirkungsvolle Sperren und Befestigungsanlagen aller Art ab der Grenze und in der Tiefe unseres Landes abriegeln, werden die Schwierigkeiten und der Zeitbedarf für einen Aggressor noch größer. Österreich besitzt als neutrales Land eine gemeinsame Grenze mit zwei Staaten der NATO und zwei Staaten des Warschauer Paktes. Für die NATO stellen wir zusammen mit der Schweiz einen neutralen Riegel dar, der von den französischen Alpen bis zu den Karpaten reicht. Der neutrale Riegel teilt die NATO-Streitkräfte in eine Nord- und eine Südgruppe. Für den Warschauer Pakt bildet Österreich das Sprungbrett für Operationen in den süddeutschen Raum nach Norditalien bzw. ans Mittelmeer. Österreich liegt also bei einer Auseinandersetzung der Paktsysteme immer in einem Spannungsfeld. Ein militärisches Vakuum in Österreich würde daher in einer solchen Situation eine Einladung an die Großmächte darstellen, sich der strategischen Vorteile, die durch die Besetzung unseres Landes entstehen, zu bedienen. Bei einer Krise in Europa kann es wieder rasch notwendig werden, die bedrohten Grenzen militärisch gegen kleinere Übergriffe oder größere Flüchtlingsbewegungen zu sichern. Eine solche Aufgabe kann das Bundesheer jederzeit und ohne Schwierigkeiten rasch durchführen.
Ich weiß nicht, meine Damen und Herren, ob Sie genau verfolgt haben, was General Freisler zu sagen hatte und ob es Ihnen möglich war, herauszuhören, jene Feinheiten, auf die es hier ankommt. Wie zum Schluss seinen Satz, dass es sicherlich in der Macht des Bundesheeres ist, kleinere Übergriffe an den Grenzen zu verhindern und eines Flüchtlingsstroms Herr zu werden. Aber in diesem sehr genauen und exakten und intellektuell anständigen Exposé hat General Freisler alle die Widersprüche und alle die untereinander konkurrierenden Aufgaben der österreichischen Landesverteidigung ganz deutlich angedeutet. Den Gegensatz zwischen der praktisch auf die Dauer unmöglichen Verteidigung der ungünstigen Grenzen, offenen Grenzen und verteidigungsungünstiger Gebiete im Vergleich zu den geschlossenen, zu den verteidigungsgünstigen Grenzen und günstigen Gebieten. Er hat auch die Verankerung der österreichischen Verteidigung in der internationalen Lage und im Kampf der Mächte und der Blöcke ganz richtig geschildert. Und nun meine erste Frage an Sie, Herr Minister. Ist das Bundesheer, so wie es von Ihnen und unter Ihrer Leitung konzipiert ist, so entworfen, dass es allen diesen widersprüchlichen Aufgaben gleichermaßen gerecht werden soll? Das darf ich ruhig mit Ja beantworten. Zur Manöverkritik an sich, sie hat eigentlich sehr spät nach dem Einsatz des Bundesheeres eingesetzt. Und ich möchte sagen, sie war etwas auch Österreich begleitet. Man war zuerst überrascht über das rasche Funktionieren. Wir haben viel Anerkennung geerntet. Und dann, das liegt in der Natur des Österreichers, hat er das fast nicht für möglich gehalten, dass bei uns etwas funktioniert. Und er hat gemeint, da wäre irgendein Kutzbier dabei und man hat nun Bemühungen angestellt, Dinge herauszufinden, die dann doch nicht funktioniert haben. Zweifellos hat es hintergründig solche Dinge gegeben. Sie sind nicht zum Tragen gekommen und wir beschäftigen uns sehr eingehend damit, nun die Analyse wirksam werden zu lassen. Ich möchte aber sagen, nicht nur der falsche SR hat uns dazu veranlasst. Jedes Kampfgeschehen in der Welt wird genau von uns verfolgt, studiert und wir bemühen uns, die entsprechenden Überlegungen und Erfahrungen dabei zu erhalten. Unsere Konzeption liegt absolut richtig. Es ist eine Konzeption, die eben zugeschnitten ist auf die Vielfältigkeit der dargestellten Aufgaben, auf die Möglichkeiten. Ich glaube nur, dass die Skepsis, die vielfach in die Wirksamkeit der österreichischen Landesverteidigung gesetzt wird, vor allem seinen Grund darin hat, weil man die Aufgabenstellung völlig falsch bewertet, sie immer in einen Atomkrieg hineinprojiziert. Ja. Und ich glaube, wenn die Aufgabenstellung richtig erkannt wird, wird auch die Einschätzung unserer Möglichkeiten besser bewertet, als das vielfach derzeit der Fall ist. Und darum geht es. Was meinen Sie jetzt als Hauptpunkt dieser Aufgabe der Verteidigung? Abschreckung wohl. Das ist richtig. Ja. Aber auch die Garantie, die auch unsere Anliegermächte haben müssen, dass sie nicht selber überrascht werden. Inwieweit besteht hier nicht ein Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Das glaube ich nicht, dass hier ein Unterschied zwischen Theorie und Praxis besteht. Wir sind zweifellos im Aufbau noch nicht so weit vorangekommen. Es handelt sich daher nicht um das Entwerfen einer grundlegenden neuen Konzeption, sondern um die raschere und bessere Durchführung der bestehenden. Es wurde einleitend erwähnt, das österreichische Bundesheer ist erst 13 Jahre alt. Es gibt also nicht so etwas wie eine Verteidigungsökonomie. General Freisler hat gesagt, die Gebirgstäler wären mit relativ geringen Kräften gut zu verteidigen. Nun ist doch eigentlich der Schluss nahe, dass man zuerst einmal alle vorhandenen Mittel dorthin verlegt, um einem möglichen Aggressor diese Flankendrohung, von der Sie ja auch gesprochen haben, wirklich glaubhaft zu machen. Gibt es so etwas wie eine Verteidigungsökonomie? Ja, natürlich, aber... Aber Sie haben doch gerade gesagt, dass Ihr Konzept darin besteht, allen vielfältigen Aufgaben gerecht zu werden. Das widerspricht doch wiederum dem Konzept einer Verteidigungsökonomie. Ist nicht gerade bei den beschränkten Mitteln es zuerst notwendig, sich auf das Wesentliche und auf die zentralen Aufgaben zu beschränken? Natürlich. Und das liegt ja im Konzept drinnen.
Kritiker des Konzeptes kennen es meistens nicht. Und da ist auch die Kritik nicht immer ganz sachbezogen. Herr General Freister wollte etwas sagen. Ich glaube, wenn wir sagen, wir haben ein Verteidigungskonzept, dann müssen wir in der Dringlichkeit natürlich aufgrund der vorhandenen Mittel die entsprechenden Wege gehen. Es wäre aber, glaube ich, nicht, wenn ich das so ableiten darf und richtig verstanden habe, zweckmäßig, dass wir uns jetzt nur auf die Verteidigung der Gebirgstäler verlegen könnten. Denn wir haben ja schließlich einen Auftrag aus der Verfassung, aus dem Wehrgesetz und auch, sagen wir, einen Auftrag, der sogar in einem Ministerratsbeschluss aus dem Jahr 65, wo die Aufträge für die umfassende Landesverteidigung festgelegt wurden, genau formuliert wurde. Und der Begriff heißt noch immer der Schutz der Grenzen. Es wäre für uns natürlich viel leichter, wenn wir an den Gebirgstälern beginnen könnten, aber es wäre unverantwortlich, andere Gebiete, die grenznäher liegen, von vornherein aufzugeben und nicht den Kampf direkt an der Grenze aufzunehmen, auch wenn diese Grenze dort vielleicht nicht die richtigen Möglichkeiten bietet. Sehr wichtigen Punkt bereits angelangt. Ich möchte Herrn Habermann fragen, ob er einen solchen Verfassungs- und Regierungsauftrag für militärisch überhaupt möglich und sinnvoll hält. Die Verteidigung der Grenzen. Ja, wenn man unter den Grenzen das versteht, was wohl auch in der Bundesverfassung gemeint ist, nämlich das von innen umschlossene Staatsgebiet und nicht eine hauchartig dünne Linie, die auf der Landkarte gezogen ist, dann halte ich das durchaus für richtig und so hat es sicherlich auch der Gesetzgeber gemeint. Aber wir haben ja noch ein weiteres Bundesverfassungsgesetz. Wir haben uns ja neutral erklärt und wir haben ja diese Neutralität nicht als einen leeren Begriff gewählt, sondern wir haben ja diese Neutralität gewählt, damit wir selbst unabhängig und unversehrt bleiben. Und wenn wir unversehrt bleiben wollen, wäre eine Verteidigung beginnend an den Alpeneingängen nichts anderes als die Auslieferung von 2/3 der österreichischen Bevölkerung. Fast könnte man sagen, ein Aufgeben des wesentlichsten Bevölkerungspotenzials von Österreich. Das wäre also geradezu eine krass unverantwortliche Theorie, die mit der Praxis nichts mehr zu tun hätte. Dann wäre ja Österreich gar nicht mehr verteidigt, sondern nur mehr ein Teil, ein kleiner und nicht einmal der Versuch unternommen worden, es zu schützen. Ja gut, aber ultra posse nemo tenetur, sagt der Lateiner und der Jurist, und das gilt auch für Völkerrecht. Sicher. Über das hinaus, was man imstande ist zu tun, wird man nicht gehalten, etwas zu tun. Und wenn es zu Großbewegungen in unserem strategischen Raum seitens der einen oder anderen Großmacht kommt, ist es ganz einfach physisch angesichts des Verhältnisses der Kräfte viel eher die Angelegenheit der anderen Großmacht oder des anderen Bündnisses von Großmächten hier zu intervenieren, als sich als David gegen den Goliath zu stellen. Und zwar nicht in Begriffen etwa des israelisch-arabischen Krieges. Denn ob NATO oder Warschauer Pakt, wir hätten es mit hocheffizienten, hochwirksamen militärischen Apparaten zu tun. Ja, das glaube ich, da liegen wir etwas falsch. Österreich an sich wird nie Operationsziel sein. Es wird höchstens im Zuge von Operationen mit, wie ich mich einmal ausgedrückt habe, da und dort in Anspruch genommen. Aber die Hauptaufgabe besteht ja darin, dass wir eben infolge unserer eigenen Untätigkeit nicht zum Kampfgebiet werden. Vor allem die Abschirmung der Grenzen ist eine sehr wichtige Aufgabe. Wenn nun Virulenzen an unseren Grenzen sind und wir nicht garantieren können, dass wir diese Virulenzen abwehren, fernhalten von unseren Grenzen, dann werden das andere tun. Und wenn Verbände bei uns übertreten und wir sie nicht internieren, nicht entwaffnen können, dann werden die anderen das tun. Und das, wenn die das tun, dann wird auch die andere Seite in unser Land kommen, um eben vor Überraschungen gesichert zu sein. Das sind die zentralen Aufgaben, die wir zu bewältigen haben. Dass wir hier, immer was an unseren Grenzen geschieht, möglichst diese Schwierigkeiten von unserem Staatsgebiet weghalten, um dadurch auch eine weltweite Ausweitung vielleicht lokal begrenzter Konflikte fernzuhalten. Und diese wichtigste Aufgabenstellung, glaube ich, wird immer zu wenig erkannt.
Herr Minister, entspricht nicht die Art, wie man am 21. August reagiert hat, das heißt die Einsatzverbände zuerst in Stellung geschickt hat, dem eigentlichen Auftrag wörtlich des Grenzschutzes, der doch in erster Linie mal für die Grenzabsicherung da gewesen wäre? Und widerspricht das nicht dem, was Sie gesagt haben, Herr General, dass man sich in der Tiefe des Raumes auch verteidigen muss und an den Grenzen beginnen, also mit dem Grenzschutz? Nein, ich glaube, wenn ich hier antworten darf, nicht. Denn wenn wir hier ein Zeitkalkül anstellen, dann kommen wir zur Überlegung, dass die Aufbietung des Grenzschutzes, die Sie ja meinen, und die Grenzsicherungsaufgaben damit durchführen zu können, ja ungefähr 12 bis 24 Stunden dauert. Das heißt also, dass in dieser Zeit, wenn jetzt eine Krise um 8 Uhr beginnt, dass wir also spätestens in 24 Stunden, vielleicht schon früher, mit den Grenzschutzverbänden dort aktiv sichern könnten. Diese Zeit ist aber zu lang. Bitte? Ist da nicht das Konzept des Grenzschutzes falsch, wenn es so lange braucht oder wenn man vorher nicht die Anlaufzeit hat, um rechtzeitig den Grenzschutz zu alarmieren? Das möchte ich nicht sagen. Ich darf vielleicht nur hier entgegenhalten. Zum Beispiel, es ist ja entscheidend, wann die Krise ausbricht. Bricht die Krise in der Nacht aus, dann kann ich rechnen, dass ich diese Zeit wesentlich kürzer haben kann, weil die Leute ja zu Hause sind. Bricht sie aber zum Beispiel während des Tages aus, wo die Leute irgendwo im nächsten in der größeren Stadt oder im nächsten größeren Ort auf der Arbeitsstelle sind, dann müssen sie ja erst zurückkehren. Und es wäre hier, glaube ich, ein Wunschbild, wenn wir glauben könnten, dass wir dann die Zeit nur auf wenige Stunden bringen könnten. Und gerade weil wir mit etwa 8 bis 12 Stunden als Mindestzeit rechnen müssen, bis die Leute mit ihren Waffen an der Grenze stehen, sie haben ja die Waffen nicht zu Hause, sie müssen sie ja erst bekommen, müssen wir diese Zeit benutzen, um irgendetwas hinzubringen. Und was liegt näher, als die örtlich dort befindlichen Einsatzverbände für die erste Sicherung heranzuziehen? Ereignet sich dann kein Einbruch in unser Staatsgebiet und bleibt die Lage weiterhin ruhig, was wir erhoffen, dann haben wir die Möglichkeit auszutauschen. Ich glaube, um allen Missverständnissen vorzubeugen, es ist von niemandem von uns hier so gedacht gewesen, dass wir sagen, eine Grenzverteidigung, Verfügbarkeit von Truppen und Waffen für die Grenzgebiete sei unnötig und hier wären große Abstriche zu machen. Die Herren haben uns richtig aufmerksam gemacht, dass die Krisenbeherrschung allein schon eine solche physische, militärische Anwesenheit an den Grenzen erforderlich macht. Das ganze Dilemma der österreichischen Verteidigung liegt aber anderswo. In der Verteilung der Schwergewichte, der Betonungen und der Schwerpunkte. Wie viel Kräfte, wie viel Waffen, wie viel Mittel für die Krisenbeherrschung im Grenzbereich? Wie viel Kräfte, Waffen und Mittel für eine hintanhaltende Operation von den Grenzen ausgehend in den offenen und schwer zu verteidigenden Gebieten, um den Faktor Zeit, von dem Sie gesprochen haben, der uns dann die Möglichkeit schafft, die weitere internationale Entwicklung abzuwarten, für uns zu nutzen. Aber das erspart uns nicht die Frage, was ist drittens, wo ist der eigentliche Schwerpunkt? Das sind eigentlich politisch-taktische Verwendungen eines bestimmten Teils unseres Potenzials. Wo ist aber der Hauptteil unseres Potenzials einzusetzen? Und wo hat das österreichische Bundesheer die Möglichkeit, in einem Kriegsgeschehen vor längerer Dauer das österreichische Mitspracherecht aufrechtzuerhalten, die Souveränität des Landes auf einem irgendwelchen Stück des nationalen Gebietes aufrechtzuerhalten und auf diese Art und Weise Österreich als Subjekt der Völkergemeinschaft aufrechtzuerhalten? Ja, die Operationsfähigkeit des Heeres hängt entscheidend von den getroffenen politischen Entscheidungen ab. Werden die politischen Entscheidungen, und das ist ja die politische Verantwortlichkeit der Staatsführung, rechtzeitig getroffen, dann kann natürlich das ganze Potenzial auch richtig positiert und portioniert eingesetzt werden. Werden solche Entscheidungen nicht rechtzeitig getroffen, ist schon die Kleinheit unseres Landes die Voraussetzung dafür, dass wir nicht mehr der operativen Planung entsprechend wunschgemäß handeln können. Und ich möchte hier einen Irrtum klarstellen. Bei dem Fall GSSR hat es sich ja unserer Lageeinschätzung, nämlich der Lageeinschätzung der Regierung gemäß, nicht um die Absicht gehandelt, unsere Grenzen zu überschreiten, sondern es war aber allerdings möglich, dass dann, wenn es zu Kampfhandlungen gekommen wäre, eben jene berühmten Komplikationen an der Grenze entstanden wären. Dafür war unseres Erachtens aber das präsente Heer ausreichend, diese Aufgabe zu bewältigen.
Und es ist immer ein Dogma gewesen, wenn eine Aufgabe vor dem Herrn steht, dass sie mit den aktiven Verbänden bewältigen kann, dass man dann die Reserveverbände nicht mobilisiert. Ja, das ist klar, Herr Minister. Schauen wir uns aber vielleicht jetzt wieder einen Film an, in dem der Stand des Bundesheeres sehr oberflächlich geschildert wird, vor allem die Vielfalt der Bewaffnung. Als 1955 nach dem Abschluss des Staatsvertrages das Bundesheer wieder aufgestellt wurde, konnte man als Kadertruppe auf die bereits bestehende B-Gendarmerie zurückgreifen. Knapp ein Jahr später kam die erste große Bewährungsprobe des neuen Bundesheeres, der Einsatz zur Sicherung der ungarischen Grenze. Auch international wurde das Bundesheer angefordert. Seine Angehörigen stellten ein Sanitätskontingent im Kongo und gehören seit Jahren zu jener UNO-Truppe, die den Frieden in Zypern sichert. Seit es ein Bundesheer gibt, gibt es auch Verteidigungsminister. Bisher waren es drei: Ferdinand Graf, Diplom-Ingenieur Karl Schleinzer, der heutige Landwirtschaftsminister, und der gegenwärtige Ressortchef Dr. Georg Prader. Elementarkatastrophen wie Hochwassereinsätze waren es, wo das Bundesheer am spektakulärsten in Erscheinung trat. In den 12 Jahren seit der Wiedergründung der österreichischen Streitkräfte gelang es nur zum Teil, den seinerzeit von den Alliierten hinterlassenen Wirrwarr an verschiedener Bewaffnung und Ausrüstung zu vereinheitlichen. Bei der Panzerwaffe ist dies am weitestgehenden gelungen. Einheitliche Panzertypen wie der M60, der Saurer Schützenpanzerwagen mit seinen verschiedenen Variationen, bildet hier das Gerippe der Ausrüstung. Er wird nunmehr ergänzt durch den Panzerjäger K, eine österreichisch-französische Entwicklung. Das modernste Material auf der Erde ist aber nutzlos, wenn es nicht gegen Luftangriffe entsprechend abgesichert wird. Diesem Truppenschutz dient diese 35mm Flak. Österreichs Soldaten müssen vor allem für die Abwehr von Panzerangriffen ausgebildet werden. Die weitreichendste Panzerabwehrwaffe, eine Lenkrakete, konnte zwar erprobt, aber nicht angeschafft werden. Der Staatsvertrag verbot es. Ebenfalls am Staatsvertrag und seiner Raketenklausel scheiterte bisher, neben dem Mangel an Geld, der Aufbau eines wirkungsvollen Luftabwehrsystems. Österreichs Luftabwehr, vom unmittelbaren Truppenluftschutz abgesehen, ist und bleibt unzureichend. Ebenso unzureichend ist bisher auch die Ausrüstung mit Kraftfahrzeugen. Alte amerikanische Lastwagen bilden hier mit in Österreich gekauften und zum Teil auch entwickelten Neuanschaffungen einen noch lange nicht bereinigten Typensalat. Dieser Film ist sicher in sich auch schon nicht ganz komplett und ein wenig ungereimt, aber die Ungereimtheiten der Rüstungspolitik und der Verteilung der Schwerpunkte des Bundesheeres kommen einigermaßen darin zum Ausdruck. Das, was so gemeinhin vorgeworfen wird, zu viel Panzer, der Griff nach einer kompletten oder bedeutenden Luftwaffe, anstatt in Befolgung einer Entscheidung unter den Schwerpunkten der Verteidigung die Konzentration auf bescheidenere, weniger aufwendige, von den Mitteln her, Hauptaufgaben der Verteidigung, wobei dann die Luftraumüberwachung und eine starke Kampf- und Abfangluftwaffe gegenstandslos werden würde, wo dann große Panzerverbände reduziert werden könnten, zum Vorteil der Panzerabwehr, des Panzerschutzes gegenüber dem Luftangriff und so weiter und so weiter. Und darauf konzentrieren sich meistens die, sagen wir, typischen Kritiken in der österreichischen Öffentlichkeit gegen die Verteidigung. Ich bitte Sie um Geduld, sich jetzt die Kritiker anzuhören. Es gibt deren, glaube ich, zwei Arten. Die einen kritisieren das Grundkonzept, die anderen mehr die Durchführung und die Mittel. Im ersten Film, den wir jetzt hineinspielen, kommen die Kritiker am Konzept zum Ausdruck. Und zwar die Herren Urbanek, ein bekannter Publizist, und Herr von Gaub, ein Militärfachmann. Die Fehlplanungen des Bundesheeres rächen sich bitter. Sie reichen zurück in das Jahr 1955, als Hals über Kopf
nach dem Schema einer Großarmee diese Mini-Streitkräfte organisiert wurden mit Gruppenkommandos und ähnlichem Drum und Dran. Aber das Kapital der hochwertigen B-Gendarmerie hatte man durch eine blinde Personalpolitik einfach verschleudert. Die wirkliche Misere brachte später die scharfe Trennung in Einsatz- und Ausbildungsverbände. Da setzte nun die Rotation der jungen Soldaten ein und die enorme Überforderung des ohnehin so schwachen Kaderpersonals. Gewiss, das Heer braucht viel mehr Geld. Aber es wäre auch hoch an der Zeit, jene Strukturschwächen zu beseitigen, den aufgeblähten militärischen Apparat endlich abzubauen und Qualität vor Quantität zu setzen. Das zielt genau ebenso auf die Wehrpflichtigen und es wäre einfach gelacht, wenn es nicht gelänge, so oder so trotzdem die Gleichheit vor dem Gesetz zu wahren. Ein echtes Rüstungskonzept und eine von operativer Seite festgelegte Rangordnung hätte wohl nie zum Ankauf sündteurer Kanonenboote und zur fragwürdigen Bestellung von 20 Trainingsflugzeugen geführt, die man leichtfertigerweise als gefechtstüchtig deklariert. Vorrang in allen und jeden gebührt ohne Zweifel einer kampfstarken Jägertruppe. Ein Schild von 3 gut aufgefüllten Grenadierbrigaden und dahinter eine durch Pflichtwaffenübungen immer aufs Neue geschulte, sagen wir 120.000 Mann starke Landwehr, das ist, was Österreich not tut. Und dazu eine echte militärische Spitze. Der Weg heißt also, weg vom Schreibtisch her, Konzentrierung der Verbände, eisernes Training, vor allem in Sperraufgaben und das Anheuern von Soldaten auf Zeit zu besten Preisen. Das bisherige Landesverteidigungskonzept basierte auf einer Improvisation alter Bundeswehrtradition und deutscher Wehrmachtserfahrung. Und diese Improvisation dauert bis heute. Selbst alle Organisationsvorschläge und Organisationsänderungen sind nur Stückwerk. Man kann das Konzept nur von Grund auf erneuern. Österreich trägt auch nicht Rechnung der heutigen unruhigen Jugend, der unruhigen Generation, die einen Sinn in der Landesverteidigung sehen will, einen Sinn in einem zukünftigen konventionellen oder atomaren Krieg, die Heimat zu verteidigen. Diese unruhige Generation ist ja nicht auf Österreich allein beschränkt. Einige Gedanken, die hier vielleicht zum Umdenken des Landesverteidigungskonzepts dienen können, möchte ich sagen. Landesverteidigungsdienstpflicht gegliedert in eine freiwillige Dienstpflicht auf mindestens 5 Jahre in einer Grenzschutztruppe mit technischer, hoher, intensiver Ausbildung und garantierter Überführung in die Wirtschaft und in Staatsberufe. Weiters in einer 6-monatigen Landsturmpflicht mit der Waffe, die der Struktur Österreichs nach Bundesländer gegliedert sein müsste, und in einer Dienst ohne Waffe im Zivilschutz. Zivilschutz, der unterteilt ist in Atomschutz, Luftschutz, Schutz der Kommunikationsmittel, Schutz der Versorgungseinrichtung und Rotes Kreuz. Wobei auch zu überdenken ist, ob nicht die Dienstpflicht im Zeitalter der Gleichberechtigung auf die weibliche Jugend mit einbezogen wird, da auch die einen ähnlichen Dienst im Roten Kreuz und ähnlichen Institutionen ableisten kann. Dies würde die Verteidigungsbereitschaft Österreich nach außen hin noch mehr dokumentieren. Herr Wodopiewicz, würden Sie die Konzeptkritik der beiden Herren zusammenfassen und Fragen formulieren?
Herr Minister, wenn man diese Kritiken zusammenfasst, so ergeben sich daraus vier Hauptpunkte. Erstens einmal, der Rahmen des Bundesheeres und seiner Einsatzverbände heute ist zu groß für das Kaderpersonal und für die vorhandenen Präsenzdiener aufgrund der schwachen Jahrgänge. Als zweites, es fehlt eine einheitliche Führungsspitze und gleichzeitig ist das Schreibtischheer, also die Führungsspitze, überaltert und zu aufgebläht. Als drittes schließlich die Frage des Rüstungskonzepts. Gibt es überhaupt ein Rüstungskonzept? Gibt es ein großes Rüstungskonzept? Und wenn ich das persönlich formulieren darf, gibt es daneben noch ein kleineres, Bradersches Rüstungskonzept so nebenbei. Und viertens die Frage des Oberbefehls und damit der militärischen Führungsspitze. Gibt es eine militärische Führungsspitze, die schon im Frieden zufriedenstellend arbeitet und die Hierarchie, die militärische, konsequent nach oben durchzieht? Oder waren es hier bitte politische oder sonstige Erwägungen, traditionalistische, dass man die Führungsspitze bisher gespalten gelassen hat? Ja, ich nehme an, dass ich nun diese Fragen komprimiert beantworten soll. Die Thematik, die von den beiden Kritikern hier angezogen wurde, ist also sehr komplex und es ist fast nicht möglich, hier dazu im Einzelnen Stellung zu nehmen. Sie wissen, Herr Minister, ich muss leider manchmal unterbrechen, weil das so zu Fernsehdramaturgie gehört. Ist irgendetwas von Kern dieser Kritik brauchbar? Ich wüsste wenig, muss ich ganz deutlich sagen. Nun, der Rahmen des Bundesheeres ist zu groß. Es sei nun das Bundesheer ein Abklatsch, ein Mini-Abklatsch von Großmachtarmeen. Das hat doch niemand begründet. Wieso, weshalb? Es muss sehr konkret gesagt werden, welche Verbände nun dieses Charakteristikum dem Bundesheer aufdrücken. Ich kenne diese Verbände nicht. Die Kritik ist gegenteilig. Es ist zu klein. Darf ich hier gleich unterbrechen? Bei der seinerzeitigen Reorganisation des Bundesheeres war doch ursprünglich vorgesehen, die Reduktion von 9 auf 6 Brigaden durchzuführen, um hierdurch Kaderpersonal für die restlichen Brigaden einzuspannen. Da musste auf Einspruch des damaligen Staatssekretärs Rösch eine 7. Brigade bestehen bleiben, obwohl sie im seinerzeitigen Reorganisationskonzept nicht vorgesehen war. Eine Frage vielleicht hier an den Herrn General Habermann. Wie würde ein Bundesheer und eine Aktivtruppe ausschauen, die nur aus 2 Gruppenkommanden, einschließlich der Versorgungstruppen und Gruppentruppen und etwa 5 Brigaden bestehen würde? Würde das den Kadermangel in den bestehenden Verbänden einigermaßen beheben? Naja, also wenn es nur aus 5 Brigaden bestehen würde, würde ich das nicht glauben. Denn eine gewisse Flexibilität in der Führung muss vorhanden sein. Es ist natürlich bei solchen Fragen immer zu beachten, dass die Truppenstärken nicht absinken dürfen. Man könnte also auf den einen oder anderen Führungsstab vielleicht verzichten, aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass man dann die vielfach urgierte Mob-Organisation des Heeres, also die Verstärkung der Armee aus der Reserve, wie sie im Verteidigungsfall ja unbedingt notwendig ist, und wozu wir ja auch unsere Einsatzarmee haben, damit wir nämlich die Sicherung dieser Mobilmachung gewährleistet haben, nebenbei nicht mehr. Nicht nur, um also einen Verzögerungskampf führen zu können und eine Sicherung überhaupt vornehmen zu können. Wenn wir also alle diese Aufgaben in einem Verteidigungsfall mit Mobilmachung bewältigen wollen, dann ist vielleicht eine Reduzierung auf 6 Brigaden denkbar, meiner Meinung nach, aber nicht auf mehr. Im Übrigen ist es natürlich ein großer Widerspruch, wenn man auf der einen Seite von einer, wie das Herr Urbanek getan hat, von einer effektiven Jägertruppe spricht und im selben Atemzug von 3 Panzergrenadierbrigaden spricht, die also hocheffektiv sein soll, und dahinter eine Landwehr fordert, die natürlich dann nicht diese effektive und stramme Jägertruppe ist, von der immer. Nur zur Klarstellung der militärischen Termini Technici. Unter Grenadierbrigade versteht man eine Panzergrenadierbrigade natürlich, und unter Jägerbrigade eine Infanteriebrigade bzw. Gebirgstruppe. Wir möchten wohl sagen, dass die Panzergrenadiere eine gepanzerte Infanterie sind und keine Panzertruppe sind. Das wäre also vollkommen falsch, die Panzergrenadiere einfach im Bausch und Bogen unter Panzer einzurangieren, bloß weil sie auf Kettenfahrzeugen sind und splittergeschützt sind. Wir wollen aber nicht unsere Jäger, also unsere Infanterie, im offenen Gelände jedes Schutzes lassen. Und wir wollen auch nicht auf ihre Unterstützungswaffen verzichten. Herr Minister, darf ich eine andere Frage präzisieren? Die Frage der Überalterung des Bundesheeres und damit verbunden auch das sogenannte Schreibtischheer. Darf ich hier wieder eine Zahlenfrage an Herrn General Habermann stellen? Wie viele Offiziere der 7., 8. und 9. Dienstklasse, sind aber Obersten und Generale, sind heute im Durchschnitt im Bundesheer über 55 Jahre alt?
Also diese Frage kann ich aus dem Handgelenk jetzt nicht beantworten. Ich habe also die Alterskategorien nicht so gegenwärtig. Aber ich möchte glauben, dass das also vielleicht 15 oder 20 Jahre sein dürfen. Herr Minister ist ein Mann, der sein Geschäft sicher kennt. Würden Sie sagen, dass die obersten Ränge überfüllt und überaltet sind? Natürlich. Das sind aber Dinge, die wir bei der bestehenden Gesetzeslage nicht meistern können. Dazu trägt ja auch der Staatsvertrag bei. Der Staatsvertrag hat ja verboten, dass Oberste übernommen werden, also Offiziere, die den obersten Rang im letzten Krieg gehabt haben. Der höchste Rang der Offiziere, die übernommen werden durften, waren die Oberstleutnante. Diese Oberstleutnante, wir haben ja schon einige Zeit jetzt nach dem Krieg, sind älter. Allein durch diese Bestimmung ist eine völlig gleiche Altersschichtung entstanden. Und dazu kommt, dass wir nach unserem System, das Offizierssystem ist ja angegliedert dem Beamtenschema, unsere Offiziere alle bis 65 Jahre durch dienen und daher zylindrisch in die Spitze hinein wachsen, sodass die Situation die ist. Unten ist eine zu geringe Breite im Offizierkorps und oben ist eine zu große Breite. Der auch die Vorschläge, die wir erstattet haben, Methoden anzuwenden, die in anderen Ländern gang und gäbe sind, das erfordert eine Änderung des Pensionsgesetzes. Und dieser Vorschlag liegt ja auch mit im Konzept der Österreichischen Volkspartei. Ich höre Vorschläge, die Sie schon gemacht haben. Ist das jetzt im Rahmen dieser Besprechungen über die Reform und Verbesserungen der Landesverteidigung in den letzten Wochen und Monaten geschehen? Das ist ein Splitter von vielen Vorschlägen. Und ist darüber mit den anderen Ministern schon, dem Finanzminister und dem Bundeskanzler, der für das Personalwesen zuständig ist, eine gewisse Einheitlichkeit und eine Annäherung der Standpunkte erzielt worden? Dass hier etwas geschehen muss, diese Überzeugung ist einheitlich. Hier haben aber auch sehr wesentlich die Gewerkschaften natürlich mitzusprechen, weil ja letzten Endes auch das personenbezogen auf den Einzelnen gewaltigen Einfluss hat. Und da ist wahrscheinlich nur zu hoffen, dass ein kleines Land mit so geringen Mitteln und mit solchen Verteidigungsschwierigkeiten und Fragen nicht zum Schluss noch diese geringen Mittel hauptsächlich dafür verwenden muss, um Personalansprüche zu befriedigen. Das natürlich stimmt. Unser Personalaufwand ist nun fast auf 41% des Gesamtbudgets gestiegen, der auch die ungeheuren Anstrengungen, die wir unternehmen, eine Reduktion des Personalaufwandes durchzuführen. Und gerade hier ist eine sehr harte Überprüfung aller Stäbe, aller Einrichtungen des Heeres erfolgt und auch des Ministeriums, damit wir die Leute tatsächlich ordentlich bezahlen können, aber natürlich durch die geringere Zahl nicht in Größenordnungen hineinwachsen, die dann einfach nicht mehr bewältigt werden kann. Sagen Sie, Herr Minister, sind Sie eigentlich seit dem 21. August ungehalten darüber, dass die Diskussion über die Verteidigung wieder entbrannt ist, dass sich Politiker, Publizisten dafür interessieren? Oder ist das Ihnen vielleicht recht sogar? Ich habe das immer gefährdet. Ich habe gleich nach meinem Amtsantritt die bekannte Informations- und Aufklärungskampagne gemacht. Denn meine Überzeugung ist ja immer die gewesen, solange die österreichische Bevölkerung nicht die Sinnhaftigkeit dieses ganzen Unternehmens, die Notwendigkeit einsieht, solange wird sie nicht bereit sein, dafür Opfer zu bringen. Der ist das die Hauptaufgabe und ich begrüße der jede Diskussion und je stärker sie ist, umso besser. Und endlich ist es doch auch gelungen, die Verteidigungspolitik in jene Position im Rahmen der Gesamtpolitik einzuordnen, die ihrer Bedeutung gemäß ist. Ja, das ist der Augenblick, wo wir uns eigentlich auch wegen der fortschreitenden Zeit die andere Kategorie der Kritiker anhören müssen. Die Kritiker, die nicht so sehr das Konzept kritisieren, als die Durchführung und den Mangel an Mitteln und so weiter. Und deswegen bitte ich jetzt den Film mit den beiden Abgeordneten, Herrn Zeilinger und Mandl, zu bringen. Unmittelbar nach der Krise in der Tschechoslowakei hatte jeder Österreicher das Gefühl, wir haben Glück gehabt, wir sind noch einmal davongekommen. Aber jetzt müssen dringend Konsequenzen in unserer Landesverteidigung gezogen werden. Da erklärte Herr Verteidigungsminister Prader, in der Organisation unseres Bundesheeres sei alles in Ordnung und es sei keineswegs notwendig, Konsequenzen zu ziehen. Darin sind wir Freiheitlichen entgegengetreten.
Denn wir stehen auf dem Standpunkt, neutral sein heißt allein sein. Wir haben keine Verbündeten, wir müssen selbst das Bestmögliche aus der Landesverteidigung herausholen. Wir haben aber Konstruktionsfehler in der derzeitigen Landesverteidigung. Es hat ein führender General einmal den Satz geprägt, unser Heer ist für ein Friedensheer zu groß, für ein Mobheer aber viel zu klein. Tatsache ist, dass wir bisher etwa 450.000 bis 500.000 Soldaten ausgebildet haben, um teures Geld und Millionen ausgebildet haben, dass auch nur der kleinste Teil dieser ausgebildeten Soldaten ins Mobheer überführt wird, denn wir haben ja nur für etwa 80.000 bis 100.000 Mann Waffen, Geräte, Uniformen. Das heißt, eine halbe Million ausgebildet, aber etwa 100.000 nur können Österreich verteidigen. Und alles geht immer wieder auf das leidige Problem zurück, kein Geld da. Bei der Aufstellung unseres Bundesheers haben sich die beiden damaligen Regierungsparteien ÖVP und SPÖ einen wunderbaren Kompromiss geschlossen. Man hat zwar zur allgemeinen Wehrpflicht Ja gesagt, sich gleichzeitig aber geeinigt, nicht mehr wie 4% der Landesverteidigung zur Verfügung zu stellen. Ist inzwischen sogar unter 4% abgesunken. Es gibt keinen Staat der Welt, der allgemeine Wehrpflicht hat, der den ernsten Willen hat, sich zu verteidigen und nicht einmal 4% des Budgets für die Verteidigung dieses Staates ausgibt. Man hört übrigens in diesen Tagen, die Regierung wolle eine Anleihe aufnehmen. Na, das ist teures Geld, das muss mit Zinsen und Zinseszinsen zurückbezahlt werden, muss so gut als möglich angelegt werden. Aber wir Freiheitlichen fragen, wo ist das Konzept für diese Anleihe? Was wird damit geschehen? Denn man muss ja vorher wissen, man muss klären, die Größe des Heeres. Kaufen wir Waffen für einen 100.000 Mann oder für einen 300.000 Mann? Das ist ein großer Unterschied. Denn ein 100.000 Mann hat ganz andere Anteile, etwa an Panzerjägern, an Artillerie, an Pioniergerät, wie etwa ein 300.000 Mann her. Bis heute ist das nie geklärt worden und eine kleine Armee darf nie eine proportional geschrumpfte große Armee sein. Leider, leider nennt man unsere Armee immer wieder die schweigende Armee und meint, es wären von der führenden Generalität nicht so wie in anderen Staaten echte Alternativen der politischen Meinung des Ministers entgegengestellt. Es gibt im Verteidigungsressort nur eine Meinung, das ist die des Ministers und offenbar, wer eine andere Meinung hat, wird versetzt, strafversetzt sogar. Wir sind als Parteien oder Politiker nie in die unangenehme Situation versetzt worden, etwa Forderungen der Militärs ablehnen zu müssen. Überhaupt. Schauen Sie, wir Freiheitlichen haben wiederholt vorgeschlagen, schon in der Koalition und jetzt in der Alleinregierung, die Landesverteidigung aus der Parteipolitik auszuklammern. Nie ein Echo. Nie eine Reaktion darauf. Im Gegenteil, die Verpolitisierung ist noch ärger, als es je zuvor war. Und es hat erst vor kurzem ein General die Missstimmung und das Unbehagen in dem Satz formuliert, das Unbehagen innerhalb des Bundesheeres ist im derzeitigen Führungsstil der administrativen Verwaltung begründet. Wenn schon der Minister daraus keine Konsequenzen zieht, dann müsste das doch wenigstens die Regierung tun. Die Grundeinstellung der Sozialistischen Partei zur Wehrpolitik findet ihren Ausdruck in der Bereitschaft zur kritischen, jedoch positiven, jederzeitigen Mitarbeit in wehrpolitischen Fragen. Das Heer der Ersten und der Zweiten Republik ist unter Mitwirkung bedeutender Sozialisten geschaffen worden. Ich erinnere da an Namen wie General Körner, Dr. Scherf, Dr. Deutsch, aber auch Oskar Helmer. Die Mit- und Zusammenarbeit in Landesverteidigungsangelegenheit mit dem derzeitigen Landesverteidigungsminister wird nahezu unmöglich gemacht. Seine Entscheidungen sind sprunghaft, lassen keine dauerhaften Lösungen erkennen und sind vor allem parteipolitische Entscheidungen. Dies führt dazu, dass sich im Bundesheer vor allem bei den Führungskräften immer mehr ein Zustand der Lethargie und Resignation ausbreitet. Dies trägt natürlich wesentlich mit dazu bei, dass die österreichische Bevölkerung hinsichtlich der Glaubwürdigkeit unserer Landesverteidigung negativ beeinflusst wird. Dazu kommen noch eine Reihe schwerwiegender, unbewältigter Probleme, wie zum Beispiel, der Gesamtrahmen entspricht nicht den realen Gegebenheiten. Die oberste militärische Kommandoführung des Heeres ist noch immer nicht gesondert organisiert. Der strukturelle Aufbau des Bundesheeres ist in mehreren Punkten sehr reformbedürftig und gewisse Leerläufe in der Ausbildung lassen eine konsequente
Dienstzeitüberprüfung sehr angebracht erscheinen. Und im Hinblick auf unsere umfassende Landesverteidigung erscheinen die materiellen, aber vor allem die finanziellen Voraussetzungen nicht sichergestellt. Ich möchte daher zusammenfassend feststellen, eine komplexe Regelung unserer Zusammenwirkung aller Kräfte ist, wenn man vor allem die spannungsgeladene internationale Lage berücksichtigt, sehr dringlich erforderlich. Meine Herren, Sie haben die Kritik der beiden Fraktionsvertreter in Verteidigungsfragen der beiden Oppositionsparteien gehört. Das ist eine scharfe Kritik gewesen. Herr Minister, in erster Linie die Frage, wie beantworten Sie den Vorwurf der Verpolitisierung und der, wie es hier hieß, Sprunghaftigkeit Ihrer Art der Führung der Verteidigung? Ja, ich hätte mir eigentlich die Kritik etwas sachbezogener erwartet. Scheinbar hat das Vorwahlstadium hier schon etwas Einschlag und Eingang gefunden. Ich möchte mich daher nicht in polemische Äußerungen als Antwort ergehen. Wegen der Sprunghaftigkeit, glaube ich, können unsere Herren ungeschminkt Auskunft geben. Wir beraten die Dinge sehr intensiv, lang vorbereitend und meistens gehen Entscheidungen, Erprobungen und Überprüfungen voraus, die auf ein Jahr und oft noch länger zurückgehen. Das möchte ich zu diesen Dingen sagen. Aber ich bin sehr interessiert zu hören von Herrn Abgeordneten Zeilinger, dass ein Kompromiss seinerzeit festgelegt wurde zwischen den Koalitionsparteien zu Beginn des Heeres, dass das Verteidigungsbudget 4% nie übersteigen sollte. Ich habe erstmals hier von diesem angeblichen Kompromiss erfahren. Und ich darf für mich in Anspruch nehmen, dass ich als Verteidigungsminister wahrscheinlich in Kenntnis wäre, wenn es ein solches Kompromiss gegeben hätte. Herr Weiß, Herr Minister, wird jetzt an Sie einige Fragen richten und an die Herren in Bezug auf die Vorwürfe, die die beiden Vertreter der Opposition bezüglich der zu geringen Mittel eben, was Sie jetzt selbst angeschnitten haben, erhoben haben. Bitte, Herr Weiß. Herr Minister, es heißt, das Bundesheer braucht Geld. Sie haben nun ein Konzept vorgelegt bzw. zur Diskussion gestellt, dass in einem 10-Jahres-Rhythmus weitere 60 Milliarden Schilling für das Bundesheer vorsieht. Es wird nicht in Abrede gestellt, dass das Bundesheer mehr Geld bekommen soll. Wir haben ein Insert dazu vorbereitet. Bitte darf ich das Insert haben? Aus diesem Insert erkennt man, dass der Anteil des Verteidigungsbudgets am Gesamtbudget nie über 4% in den letzten Jahren gestiegen ist. Nun hält er bei 3,98%. Eine Aufwertung dieses Verteidigungsbudgets, des Anteils des Verteidigungsbudgets am Gesamtbudget, scheint gerechtfertigt, wenn man sich die Vergleichszahlen aus Schweden vorlegt, wo der Anteil des Verteidigungsbudgets bei 14% hält, der Schweiz 29%, Frankreich 20%, USA 52%. Nun kann man dagegen wieder einwenden, das sind alles reichere Staaten, wir können uns so etwas nicht leisten. Nun immerhin, wir können uns leisten, allein für die Landwirtschaft Subventionen im Ausmaß von 3,5 Milliarden Schilling aufzubringen. 3,5 Milliarden Schilling im vergangenen Jahr, das entspricht ungefähr dem Verteidigungsbudget. Bei Gesamtsubventionen von 28,9 Milliarden Schilling im vergangenen Jahr. 34% vom Gesamtbudget. Das nur zur finanziellen Situation des Staats. Aber die Frage an Sie, wozu brauchen Sie mehr Geld? Können Sie das genau begründen? Es liegt der Verdacht nahe, und dieser Verdacht wurde auch von den Kritikern wiederholt geäußert, dass das Bundesheer nur aufblasen möchte, dass das Konzept nur ein Konzept zum Auffetten ist, aber keine wesentliche Verbesserung bringt. Und Herr Minister, gestatten Sie, dass ich daran erinnere, die Kritiker bekommen weiteren Aufwind, wenn zum Beispiel ein Heereslieferant für sich reklamiert, dass sie gesagt hätten, durch diesen Auftrag werde die von Ihnen wiederholt geäußerte Absicht, der heimischen Wirtschaft Subventionen zu erteilen, verwirklicht. Herr Minister, das Bundesheer als ebenfalls Subventionsgeber für die heimische Wirtschaft. Kann das Sinn einer vermehrten Aufrüstung sein? Kann das Sinn von mehr Geld für das Bundesheer sein? Ja, zunächst möchte ich sagen, dass wir eine außerordentlich klare
Konzeption haben. Es ist aus der Presse bekannt, dass wir unsere Konzeption den politischen Parteien jetzt, bevor wir sie der Öffentlichkeit kundtun, übermitteln werden. Sie werden ja verstehen, dass ich jetzt nicht in ganzer Bandbreite das bereits vor der Information der Oppositionsparteien tun möchte. Herr Minister, gehe ich aber richtig in der Annahme, dass alle Ansätze des Bundesheeres linear erhöht werden? Von dem ist überhaupt keine Rede. Ich bin hier in einer schwierigen Situation, weil ich diese konkrete Aussage jetzt, und ich bitte darum um Verständnis, nicht sagen darf. Es ist ein ausgesprochenes Schwerpunktprogramm, das die neuralgischen Punkte aufgreift, das die größten Schwächen zu beseitigen versucht. Einige dieser größten Schwächen darf ich andeuten. Die mangelnde Tonnagekapazität hat sich sowohl aus der Erfahrung der vergangenen Einsätze des Heeres wie auch jetzt neuerlich als eine der drängendsten Probleme erwiesen. Diese mangelnde Tonnagefähigkeit oder Kapazität wird gesteigert durch die große Störanfälligkeit des vorhandenen und nun sehr alten Materials. Die Aufstellung gerade der Verbände, die immer urgiert wird, scheitert in einer, nämlich sie scheitert nicht, sondern sie geht nicht im entsprechenden Tempo voran, weil uns die Ausrüstung, die Mannesausrüstung, die wir beschaffen müssen, nicht zu beschaffen in jenem Ausmaß möglich ist, den wir brauchen, um die Kapazität zu steigern. Hier wird übersehen, dass wir fast auf dem Sektor, auf der Stufe 0 angefangen haben und heute eine ungeheuer beachtliche Reservearmee bereits haben, dass die Infanterie modernst ausgerüstet ist. Und dass daher von einer Benachteiligung der Infanterie nicht die Rede sein kann. Im Gegenteil, dass wir die größten Schwierigkeiten haben, die Waffen auch richtig einzubauen, organisatorisch einzuplanen, weil ein zu viel auch hier weniger ist. Das kann logistisch nicht mehr bewältigt werden. Wir gehen in der Richtung, mit dem geringsten, mit dem Geld den größten Effekt zu erreichen. Wir haben weitere Druckpunkte, die wir sehr rasch beseitigen wollen, in Bezug auf die Versorgungsanlagen, auf die Kampfanlagen des Heeres. Herr Minister, gestatten Sie... Sehr gezielte Programme. Jetzt haben wir keine Zeit mehr. Sehr gezielte Programme, das möchte ich sagen. Von 60 Milliarden zusätzlich war überhaupt nie die Rede. Das ist eine völlig falsche Interpretation. Es handelt sich um ein Leitbild, das alles das, was vorhanden ist, ja bereits mit hinein projiziert und hineinlegt auf lange, lange Zeit. Dass man von diesem Leitbild her nun die Essenz zunächst macht, das Wichtigste, das Dringende, das liegt in der Linie, aber die Orientierung muss dieses Leitbild angeben, um eben beurteilen zu können, ob wir richtig liegen oder nicht richtig liegen. Herr Minister, darf ich jetzt wegen der fortgeschrittenen Zeit wieder einmal unterbrechen und nur noch ein kurzes Kreuzfeuer von Fragen stellen, die bitte auch mit Ja oder Nein eigentlich zu beantworten sind. Ist die also Reorganisation der Verwaltung ins Auge gefasst worden? Jawohl, bereits durchgeführt, zu einem großen Teil. Ist die Festlegung der Schwerpunkte und die Reduzierung der strategischen Aufträge an das Bundesheer im Gespräch im Rahmen der Reform? Das ist selbstverständlich. Beabsichtigt die Bundesregierung oder beabsichtigen Sie vorzuschlagen, dass der Paragraph 13 des Staatsvertrags im Zusammenhang mit Paragraph 17, in dem eine Prozedur vorgesehen ist, diese Prozedur in Gang gesetzt wird, um uns im Bereich der Panzerabwehr und der Luftabwehr die bescheidenen, aber unerlässlichen Raketenwaffen zu ermöglichen. Darum bemühen wir uns schon sehr lange Zeit. Können Sie uns sagen, ob die Finanzierung der zukünftigen Aufgaben für Verbesserung des Bundesheeres auf dem Wege der Wehrsteuer, einer Sondersteuer oder der Anleihen oder auf beiden Wegen finanziert werden soll? Es soll eine Verbesserung erfolgen. Die Methodik kann ich Ihnen derzeit noch nicht sagen. So, das waren die Fragen. Und jetzt noch ein politischer Aspekt der ganzen Situation. Es ist interessant, dass als eine Folge des 21. August, und Sie haben Ihre Freude darüber Ausdruck verliehen, die Verteidigung so in den Vordergrund geraten ist. Das hat Nachteile, das hat auch Vorteile. Man wird gefragt, wie von Inquisitoren, aber dafür wird auch die Öffentlichkeit damit vertraut. Wir finden, dass es politisch interessant ist, dass Ihr Regierungschef und Parteiobmann Ihrer Partei offensichtlich sein ganzes persönliches Prestige auch jetzt engagiert hat, für das, was man also die
österreichische Wehrreform nennen könnte. Und das kommt ganz klar zum Ausdruck in einem Gespräch, das Kollege Wodopiewicz mit dem Herrn Bundeskanzler gestern hatte und das wir jetzt in einem Film zeigen, der abschließend hier laufen wird. Herr Bundeskanzler, die Landesverteidigung in Österreich ist immer sehr zwiespältig und ein umstrittenes Problem gewesen. Man hat eigentlich zum Teil aus Tradition heraus, aus Komplexen und Neurosen aus der Ersten Republik, aber auch aus einem gewissen Provinzialismus heraus, nie die richtigen Größenordnungen gefunden, die staatspolitischen. Wieso hat sich daran eigentlich außer in der Koalitionszeit bisher auch in der Zeit der ÖVP eine Parteienregierung so wenig geändert? Es hat sich manches geändert. Vor allem seit wir gezwungen waren, aufgrund der Ereignisse in der Tschechoslowakei im vergangenen Jahr gewisse Konsequenzen hinsichtlich unserer Landesverteidigung zu ziehen. Können wir mal die Größenordnungen festhalten? Wie stufen Sie staatspolitisch die Landesverteidigung mit allen ihren Konsequenzen finanzieller, militärischer und sonstiger Natur ein? Als Kehrseite der Außenpolitik oder lediglich als ein Teil der Innenpolitik? Die Landesverteidigung ist nach meiner Ansicht ein Ausfluss unseres Neutralitätsstatus und unserer Neutralitätspolitik. Es wird daher in erster Linie die außenpolitische Seite der Landesverteidigung in den Vordergrund zu stellen sein. War es aber bisher nicht eher so, dass wir, was die Verteidigung betrifft, eine Art Schönwetterpolitik und eine Vogelstrauß-Politik betrieben haben, indem wir einfach viel zu wenig die notwendigen Konsequenzen, die sich aus der Neutralität und dem Neutralitätsstatus ergeben haben, diese notwendigen Konsequenzen zu wenig bedacht haben? Ich möchte das nicht leugnen, was die ersten Jahre, seit wir ein Bundesheer haben, anlangt. Aber zumindest seit 1968 sehen wir die Landesverteidigung in einem anderen Lichte, in einem viel ernster zu nehmenden, in einem viel schärferen Lichte, als es bisher der Fall gewesen ist. Es bedürfte also sozusagen des Schocks, des Einmarsches in der GSR, bis man sich auch in der ganzen Regierungsbreite dazu aufgerafft hat, die Verteidigung nicht nur als ein Problem des Verteidigungsministers anzusehen. Nein, das liegt schon etwas länger zurück. Sie wissen, dass wir aufgrund des Wehrgesetzes den Landesverteidigungsrat bilden mussten. Der Landesverteidigungsrat hat in der Koalitionszeit eine etwas zu bescheidene Rolle gespielt. Seit der Alleinregierung haben wir im Landesverteidigungsrat einen Landesverteidigungsplan in vielen Sitzungen eingehend beraten und in diesem sehr fruchtbaren Zusammenwirken, auch mit den Vertretern der Oppositionsparteien, sind wir alle zur Meinung gekommen, dass wir eine umfassende und gleichzeitig eine ernstzunehmende Landesverteidigung uns angelegen sein lassen müssen? Sind hier jetzt gerade aufgrund der Konsequenzen, die Sie genannt haben, tiefergreifende Strukturreformen geplant? Ja. Wir mussten unsere Landesverteidigung auf eine größere Effektivität für jeden Fall umstellen. Wir haben daher in diesem Konzept, das in dem Wehrpolitischen Ausschuss der Regierungspartei erarbeitet worden ist, haben wir sowohl die Grundsätze, die die österreichische Landesverteidigungspolitik tragen müssen, neu formuliert, klarer formuliert und damit hoffentlich auch glaubwürdiger formuliert. Und wir haben sowohl die Organisation wie auch die Ausbildung und die Ausrüstung des österreichischen Bundesheeres einer Kontrolle unterzogen und eine Reihe von Konsequenzen gezogen, die eine stärkere Effektivität, wie ich schon sagte, des Bundesheeres zum Ausdruck bringen soll. Hat aber dieses Konzept nicht insofern doch einen Wandel erfahren, als es in seinem ursprünglichen Entwurf im Wesentlichen auf den bestehenden Strukturen aufbaute, diese sozusagen weit kritiklos hinnahm und erst jetzt im Laufe der weiteren Diskussion hat man es dann langsam begonnen, auch die Notwendigkeit und Nützlichkeit der bestehenden Strukturen zu untersuchen? Das ist richtig. Wie alles, was man schärfer unter die Lupe nimmt, manchen Gestaltwandel annimmt, so ist es uns auch bei den
nachher folgenden Beratungen innerhalb der Regierung mit den zuständigen Ministern gelungen, einige neue Aspekte unserer Landesverteidigung abzugewinnen, die gerade in der Richtung stärkere Betonung des neutralitätspolitischen, wenn Sie wollen auch des außenpolitischen Charakters unserer Landesverteidigung, aber auch stärkere Effektivität, stärkere Mobilität, stärkere Schnelligkeit, bessere Versorgungslage, aber auch bessere Ausbildung des Bundesheeres zu erreichen. Um es zusammenzufassen, also das neue Verteidigungskonzept, das ja ohne Zweifel jetzt in Arbeit ist, soll also eine Konzentration auf die wesentlichen Dinge bringen, eine Straffung des Innenbetriebes, um es so zu nennen, und der Ausbildung sowie des ganzen Dienstbetriebes, sowie den Abbau des ganzen überflüssigen, zum Teil traditionellen, zum Teil auf andere Gründe zurückgehenden, sogenannten Wehrluxus, den wir uns bis jetzt immer geleistet haben. Wird das eine Aufgabe der Gesamtregierung oder nur des Verteidigungsministers sein? Das ist unbedingt eine Aufgabe der Gesamtregierung. Schon deshalb, weil ja der Vorsitz im Landesverteidigungsrat dem Bundeskanzler zukommt und weil die notwendigen Beschlüsse aufgrund der Vorschläge natürlich des Verteidigungsministers von der gesamten Bundesregierung gefasst werden müssen. Die beiden Herren, der Bundeskanzler und der Landesverteidigungsminister, riskieren eigentlich viel. Denn in einem sich anbahnenden Jahr verpflichten Sie sich zu einer ernsthaften Reform der österreichischen Landesverteidigungspolitik und Sie werden daran gemessen. Und ich glaube, so eine Art Fernsehgericht, wie wir es hier veranstalten, ist harmlos im Vergleich zu der Meinung, die jährlich Zehntausende von jungen Leuten zu fällen haben, die am Ende ihres Präsenzdienstes das Gefühl haben, entweder nützlich oder sinnlos ihre Zeit im Bundesheer verbracht zu haben. Herr Landesverteidigungsminister, meine Herren, wir danken Ihnen für die Beteiligung an dieser ORF-Diskussion und ich schließe damit, dass ich Sie frage, ob Sie persönlich, Herr Landesverteidigungsminister, einen Kommentar noch zur Erklärung des Bundeskanzlers abzugeben haben. Zum Kommentar des Herrn Bundeskanzlers nicht. Leider, und das möchte ich bemerken, war es schon aus Zeitgründen nicht möglich, zu vielen Problemen, die hier aufgeworfen worden sind, vor allem von den Oppositionssprechern, auch dazu eine klare Stellungnahme zu beziehen. Wir werden uns bemühen, in der Öffentlichkeit auch diese Dinge klar sichtbar zu machen. Ich danke Ihnen. Damit ist unsere ORF-Diskussion zu Ende. Möchte mich daher nicht in polemische Äußerungen als Antwort ergehen. Wegen der Sprunghaftigkeit, glaube ich, können unsere Herren ungeschminkt Auskunft geben. Wir beraten die Dinge sehr intensiv, lang vorbereitend und meistens gehen Entscheidungen, Erprobungen und Überprüfungen voraus, die auf ein Jahr und oft noch länger zurückgehen. Das möchte ich zu diesen Dingen sagen, aber ich bin sehr interessiert zu hören, von Herrn Abgeordneten Zeilinger, dass ein Kompromiss seinerzeit festgelegt wurde zwischen den Koalitionsparteien zu Beginn des Heeres, dass das Verteidigungsbudget 4% nie übersteigen sollte. Ich habe erstmals hier von diesem angeblichen Kompromiss erfahren und ich darf für mich in Anspruch nehmen, dass ich als Verteidigungsminister wahrscheinlich in Kenntnis wäre, wenn es ein solches Kompromiss gegeben hätte. Herr Weiß, Herr Minister, wird jetzt an Sie einige Fragen richten und an die Herren in Bezug auf die Vorwürfe, die die beiden Vertreter der Opposition bezüglich der zu geringen Mittel eben, was Sie jetzt selbst angeschnitten haben, erhoben haben. Bitte, Herr Weiß. Herr Minister, es heißt, das Bundesheer braucht Geld. Sie haben nun ein Konzept vorgelegt bzw. zur Diskussion gestellt, das in einem 10-Jahres-Rhythmus weitere 60 Milliarden Schilling für das Bundesheer vorsieht. Es wird nicht in Abrede gestellt, dass das Bundesheer mehr Geld bekommen soll. Wir haben ein Insert dazu vorbereitet. Bitte darf ich das Insert haben?
Aus diesem Insert erkennt man, dass der Anteil des Verteidigungsbudgets am Gesamtbudget nie über 4% in den letzten Jahren gestiegen ist. Nun hält er bei 3,98%. Eine Auffettung dieses Verteidigungsbudgets, des Anteils des Verteidigungsbudgets am Gesamtbudget, scheint gerechtfertigt, wenn man sich die Vergleichszahlen aus Schweden vorlegt, wo der Anteil des Verteidigungsbudgets bei 14% hält, der Schweiz 29%, Frankreich 20%, USA 52%. Nun kann man dagegen wieder einwenden, das sind alles reichere Staaten, wir können uns so etwas nicht leisten. Nun immerhin, wir können uns leisten, allein für die Landwirtschaft Subventionen im Ausmaß von 3,5 Milliarden Schilling aufzubringen. 3,5 Milliarden Schilling im vergangenen Jahr, das entspricht ungefähr dem Verteidigungsbudget. Bei Gesamtsubventionen von 28,9 Milliarden Schilling im vergangenen Jahr. 34% vom Gesamtbudget. Das nur zur finanziellen Situation des Staats. Aber die Frage an Sie, wozu brauchen Sie mehr Geld? Können Sie das genau begründen? Es liegt der Verdacht nahe und dieser Verdacht wurde auch... Die Rede, das ist eine völlig falsche Interpretation. Es handelt sich um ein Leitbild, das alles das, was vorhanden ist, ja bereits mit hinein projiziert und hineinlegt auf lange, lange Zeit. Dass man von diesem Leitbild her nun die Essenz zunächst macht, das Wichtigste, das Dringende, das liegt in der Linie, aber die Orientierung muss dieses Leitbild angeben, um eben beurteilen zu können, ob wir richtig liegen oder nicht richtig liegen. Herr Minister, darf ich jetzt wegen der fortgeschrittenen Zeit wieder einmal unterbrechen und nur noch ein kurzes Kreuzfeuer von Fragen stellen, die bitte auch mit Ja oder Nein eigentlich zu beantworten sind. Ist die also Reorganisation der Verwaltung ins Auge gefasst worden? Jawohl, bereits durchgeführt, zu einem großen Teil. Ist die Festlegung der Schwerpunkte und die Reduzierung der strategischen Aufträge an das Bundesheer im Gespräch im Rahmen der Reform? Das ist selbstverständlich. Beabsichtigt die Bundesregierung oder beabsichtigen Sie vorzuschlagen, dass der Paragraph 13 des Staatsvertrags im Zusammenhang mit Paragraph 17, in dem eine Prozedur vorgesehen ist, diese Prozedur in Gang gesetzt wird, um uns im Bereich der Panzerabwehr und der Luftabwehr die bescheidenen, aber unerlässlichen Raketenwaffen zu ermöglichen. Darum bemühen wir uns schon sehr lange Zeit. Können Sie uns sagen, ob die Finanzierung der zukünftigen Aufgaben für Verbesserung des Bundesheeres auf dem Wege der Wehrsteuer, einer Sondersteuer oder der Anleihen oder auf beiden Wegen finanziert werden soll? Es soll eine Verbesserung erfolgen. Die Methodik kann ich Ihnen derzeit noch nicht sagen. So, das waren die Fragen. Und jetzt noch ein politischer Aspekt der ganzen Situation. Es ist interessant, dass als eine Folge des 21. August, und Sie haben Ihre Freude darüber Ausdruck verliehen, die Verteidigung so in den Vordergrund geraten ist. Das hat Nachteile, das hat auch Vorteile. Man wird gefragt, wie von Inquisitoren, aber dafür wird auch die Öffentlichkeit damit vertraut. Wir finden, dass es politisch interessant ist, dass Ihr Regierungschef und Parteiobmann Ihrer Partei offensichtlich sein ganzes persönliches Prestige auch jetzt engagiert hat, für das, was man also die österreichische Wehrreform nennen könnte. Und das kommt ganz klar zum Ausdruck in einem Gespräch, das Kollege Wodopiewicz mit dem Herrn Bundeskanzler gestern hatte und das wir jetzt in einem Film zeigen, der abschließend hier laufen wird. Herr Bundeskanzler, die Landesverteidigung in Österreich ist immer sehr zwiespältig und ein umstrittenes Problem gewesen. Man hat eigentlich zum Teil aus Tradition heraus, aus Komplexen und Neurosen aus der Ersten Republik, aber auch aus einem gewissen Provinzialismus heraus, nie die richtigen Größen. Die mangelnde Tonnagekapazität hat sich sowohl aus der Erfahrung der vergangenen Einsätze des Heeres wie auch jetzt neuerlich als eine der drängendsten Probleme erwiesen. Diese mangelnde Tonnagefähigkeit oder Kapazität wird gesteigert durch die große Störanfälligkeit des vorhandenen und nun sehr alten Materials. Die Aufstellung gerade der Verbände, die immer urgiert wird, scheitert in einer, nämlich sie scheitert nicht, sondern sie geht nicht im entsprechenden Tempo voran, weil uns die Ausrüstung, die Mannesausrüstung, die wir beschaffen müssen,
nicht zu beschaffen in jenem Ausmaß möglich ist, den wir brauchen, um die Kapazität zu steigern. Hier wird übersehen, dass wir fast auf dem Sektor, auf der Stufe 0 angefangen haben und heute eine ungeheuer beachtliche Reservearmee bereits haben. Dass die Infanterie modernst ausgerüstet ist und dass daher von einer Benachteiligung der Infanterie nicht die Rede sein kann. Im Gegenteil, dass wir die größten Schwierigkeiten haben, die Waffen auch richtig einzubauen, organisatorisch einzuplanen, weil ein zu viel auch hier weniger ist. Das kann logistisch nicht mehr bewältigt werden. Wir gehen in der Richtung, mit dem geringsten, mit dem Geld den größten Effekt zu erreichen. Wir haben weitere Druckpunkte, die wir sehr rasch beseitigen wollen, in Bezug auf die Versorgungsanlagen, auf die Kampfanlagen des Heeres. Herr Minister, gestatten Sie... Sehr gezielte Programme. Jetzt haben wir keine Zeit mehr. Sehr gezielte Programme, das möchte ich sagen. Von 60 Milliarden zusätzlich war überhaupt nie die Rede. Das ist eine völlig falsche Interpretation. Es handelt sich um ein Leitbild, das alles das, was vorhanden ist, ja bereits mit hinein projiziert und hineinlegt auf lange, lange Zeit. Dass man von diesem Leitbild her nun die Essenz zunächst macht, das Wichtigste, das Dringende, das liegt in der Linie, aber die Orientierung muss dieses Leitbild angeben, um eben beurteilen zu können, ob wir richtig liegen oder nicht richtig liegen. Herr Minister, darf ich jetzt wegen der fortgeschrittenen Zeit wieder einmal unterbrechen und nur noch ein kurzes Kreuzfeuer von Fragen stellen, die bitte auch mit Ja oder Nein eigentlich zu beantworten sind. Ist die also Reorganisation der Verwaltung ins Auge gefasst worden? Jawohl, bereits durchgeführt, zu einem großen Teil. Ist die Festlegung der Schwerpunkte und die Reduzierung der strategischen Aufträge an das Bundesheer im Gespräch im Rahmen der Reform? Das ist selbstverständlich. Beabsichtigt die Bundesregierung oder beabsichtigen Sie vorzuschlagen, dass der Paragraph 13 des Staatsvertrags im Zusammenhang mit Paragraph 17, in dem eine Prozedur vorgesehen ist, diese Prozedur in Gang gesetzt wird, um uns im Bereich der Panzerabwehr und der und eine von operativer Seite festgelegte Rangordnung hätte wohl nie zum Ankauf sündteurer Kanonenboote und zur fragwürdigen Bestellung von 20 Trainingsflugzeugen geführt, die man leichtfertigerweise als gefechtstüchtig deklariert. Vorrang in allen und jeden gebührt ohne Zweifel einer kampfstarken Jägertruppe. Ein Schild von 3 gut aufgefüllten Grenadierbrigaden und dahinter eine durch Pflichtwaffenübungen immer aufs Neue geschulte, sagen wir 120.000 Mann starke Landwehr, das ist, was Österreich Not tut. Und dazu eine echte militärische Spitze. Der Weg heißt also, weg vom Schreibtisch her, Konzentrierung der Verbände, eisernes Training, vor allem in Sperraufgaben und das Anheuern von Soldaten auf Zeit zu besten Preisen. Das bisherige Landesverteidigungskonzept basierte auf einer Improvisation alter Bundesheer-Tradition und deutscher Wehrmachtserfahrung. Und diese Improvisation dauert bis heute. Selbst alle Organisationsvorschläge und Organisationsänderungen sind nur Stückwerk. Man kann das Konzept nur von Grund auf erneuern. Österreich trägt auch nicht Rechnung der heutigen unruhigen Jugend, der unruhigen Generation, die einen Sinn in der Landesverteidigung sehen will, einen Sinn in einem zukünftigen konventionellen oder atomaren Krieg, die Heimat zu verteidigen. Diese unruhige Generation ist ja nicht auf Österreich allein beschränkt. Einige Gedanken, die hier vielleicht zum Umdenken des Landesverteidigungskonzepts dienen können, möchte ich sagen. Landesverteidigungsdienstpflicht gegliedert in eine freiwillige Dienstpflicht auf mindestens 5 Jahre in einer Grenzschutztruppe mit technischer, hoher, intensiver Ausbildung und garantierter Überführung in die Wirtschaft und in Staatsberufe. Weiters in einer 6-monatigen Landsturmpflicht mit der Waffe,
die der Struktur Österreichs nach Bundesländer gegliedert sein müsste und in einer Dienst ohne Waffe im Zivilschutz, Zivilschutz, der unterteilt ist in Atomschutz, Luftschutz, Schutz der Kommunikationsmittel, Schutz der Versorgungseinrichtung und Rotes Kreuz. Wobei auch zu überdenken ist, ob nicht die Dienstpflicht im Zeitalter der Gleichberechtigung. Die Frage des Oberbefehls und damit der militärischen Führungsspitze. Gibt es eine militärische Führungsspitze, die schon im Frieden zufriedenstellend arbeitet und die Hierarchie, die militärische, konsequent nach oben durchzieht? Oder waren es hier bitte politische oder sonstige Erwägungen, traditionalistische, dass man die Führungsspitze bisher gespalten gelassen hat? Ja, ich nehme an, dass ich nun diese Fragen komprimiert beantworten soll. Die Thematik, die von den beiden Kritikern hier angezogen wurde, ist also sehr komplex und es ist fast nicht möglich, hier dazu im Einzelnen Stellung zu nehmen. Sie wissen, Herr Minister, ich muss leider manchmal unterbrechen, weil das so zur Fernsehdramaturgie gehört. Ist irgendetwas von Kern dieser Kritik brauchbar? Ich wüsste wenig, muss ich ganz deutlich sagen. Nun, der Rahmen des Bundesheeres ist zu groß. Es sei nun das Bundesheer ein Abklatsch, ein Mini-Abklatsch von Großmachtarmeen. Das hat doch niemand begründet. Wieso, weshalb? Es muss sehr konkret gesagt werden, welche Verbände nun dieses Charakteristikum dem Bundesheer aufdrücken. Ich kenne diese Verbände nicht. Die Kritik ist gegenteilig, es ist zu klein. Darf ich hier gleich unterbrechen? Bei der seinerzeitigen Reorganisation des Bundesheeres war doch ursprünglich vorgesehen, die Reduktion von 9 auf 6 Brigaden durchzuführen, um hierdurch Kaderpersonal für die restlichen Brigaden einzuspannen. Und da musste auf Einspruch des damaligen Staatssekretärs Rösch eine 7. Brigade bestehen bleiben, obwohl sie im seinerzeitigen Reorganisationskonzept nicht vorgesehen war. Eine Frage vielleicht hier an den Herrn General Habermann. Wie würde ein Bundesheer und eine Aktivtruppe ausschauen, die nur aus 2 Gruppenkommanden, einschließlich der Versorgungstruppen und Gruppentruppen und etwa 5 Brigaden bestehen würde? Würde das den Kadermangel in den bestehenden Verbänden einigermaßen beheben? Naja, also wenn es nur aus 5 Brigaden bestehen würde, würde ich das nicht glauben. Denn eine gewisse Flexibilität in der Führung muss vorhanden sein. Es ist natürlich bei solchen Fragen immer zu beachten, dass die Truppenstärken nicht absinken dürfen. Man könnte also auf den einen oder anderen Führungsstab vielleicht verzichten, aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass man dann die vielfach urgierte Mob-Organisation des Heeres, also die Verstärkung der Armee aus der Reserve, wie sie im Verteidigungsfall ja unbedingt notwendig ist, und wozu wir ja auch unsere Einsatzarmee haben, damit wir nämlich die Sicherung dieser Mobilmachung gewährleistet haben, nebenbei nicht mehr. Nicht nur, um also einen Verzögerungskampf führen zu können und eine Sicherung überhaupt vornehmen zu können. Wenn wir also alle diese Aufgaben in einem Verteidigungsfall mit Mobilmachung bewältigen wollen, dann ist vielleicht eine Reduzierung auf 6 Brigaden denkbar, meiner Meinung nach, aber nicht auf mehr. Im Übrigen ist es natürlich ein großer Wären. Ich glaube, dass es interessant sein wird für unsere Zuschauer, zunächst einmal von einem Fachmann in einer völlig unbeteiligten und objektiven Art und Weise die Grundlagen erörtert zu bekommen, aus denen sich jedes Verteidigungskonzept, Mittel und Durchführung einschließlich ableitet. Wir haben General Freisler gebeten, uns ganz einfach die Grundzüge der österreichischen strategischen Lage zu schildern, in einem Film, den ich jetzt abrufe, und wo auf der Karte gezeigt wird, was die Grundgegebenheiten der österreichischen Verteidigung sind. Unser Staatsgebiet liegt im Zentrum Europas an der Nahtstelle der Alpen, der Karpaten und der böhmischen Masse und am Schnittpunkt der historischen Nord-Süd- und West-Ost-Verkehrswege. Es stellt durch das Donautal eine der wichtigsten Verbindungen aus dem süddeutschen Raum nach Ungarn und Jugoslawien dar. Es liegt daher bei militärischen Operationen des Ostens oder des Westens immer in der operativen Stoßrichtung und da wird daher auch stets ein militärisch interessanter Raum bleiben, der unbedingt geschützt werden muss. Wir haben eine rund
2800 Kilometer lange Grenze. Im Süden hat sie im Allgemeinen Hochgebirgscharakter mit verhältnismäßig wenig Übergangsmöglichkeiten. Die Hochgebirgsgrenze kann mit geringen Kräften gut verteidigt werden. Die Nord- und Ostgrenze dagegen ist offen und ungeschützt. Sie erleichtert einem Aggressor einen Einbruch in unser Staatsgebiet und erfordert für einen Schutz erhebliche Kräfte. In diesem Raum stellt aber die Donau in der Tiefe ein beachtliches militärisches Hindernis dar. Die österreichischen Alpen umschließen einen geschützten Zentralraum, der im Bedarfsfalle ebenfalls verteidigt werden kann. Die Alpen stellen bei allen militärischen Operationen entweder einen Flankenschutz oder eine Flankenbedrohung dar. Ein Aggressor muss daher verhältnismäßig weit in die Alpentäler eindringen, wenn er seine Operationskräfte in der Zwiespältung ein umstrittenes Problem gewesen. Man hat eigentlich zum Teil aus Tradition heraus, aus Komplexen und Neurosen aus der Ersten Republik, aber auch aus einem gewissen Provinzialismus heraus, nie die richtigen Größenordnungen gefunden, die staatspolitischen. Wieso hat sich daran eigentlich außer in der Koalitionszeit bisher auch in der Zeit der ÖVP ein Parteienregierung so wenig geändert? Es hat sich manches geändert. Vor allem seit wir gezwungen waren, aufgrund der Ereignisse in der Tschechoslowakei im vergangenen Jahr gewisse Konsequenzen hinsichtlich unserer Landesverteidigung zu ziehen. Können wir mal die Größenordnungen festhalten? Wie stufen Sie staatspolitisch die Landesverteidigung mit allen ihren Konsequenzen finanzieller, militärischer und sonstiger Natur ein? Als Kehrseite der Außenpolitik oder lediglich als ein Teil der Innenpolitik? Die Landesverteidigung ist nach meiner Ansicht ein Ausfluss unseres Neutralitätsstatus und unserer Neutralitätspolitik. Es wird daher in erster Linie die außenpolitische Seite der Landesverteidigung in den Vordergrund zu stellen sein. War es aber bisher nicht eher so, dass wir, was die Verteidigung betrifft, eine Art Schönwetterpolitik und eine Vogelstraußpolitik betrieben haben, indem wir einfach viel zu wenig die notwendigen Konsequenzen, die sich aus der Neutralität und dem Neutralitätsstatus ergeben haben, diese notwendigen Konsequenzen zu wenig bedacht haben? Ich möchte das nicht leugnen, was die ersten Jahre, seit wir ein Bundesheer haben, anlangt. Aber zumindest seit 1968 sehen wir die Landesverteidigung in einem anderen Lichte, in einem viel ernster zu nehmenden, in einem viel schärferen Lichte, als es bisher der Fall gewesen ist. Es bedürfte also sozusagen des Schocks, des Einmarsches in der GSR, bis man sich auch in der ganzen Regierungsbreite dazu aufgerafft hat, die Verteidigung nicht nur als ein Problem des Verteidigungsministers anzusehen. Nein, das liegt schon etwas länger zurück. Sie wissen, dass wir aufgrund des Wehrgesetzes den Landesverteidigungsrat bilden mussten. Der Landesverteidigungsrat hat in der Koalitionszeit eine etwas zu bescheidene Rolle gespielt. Seit der Alleinregierung haben wir im Landesverteidigungsrat einen Landesverteidigungsplan in vielen Sitzungen eingehend beraten und in diesem sehr fruchtbaren Zusammenwirken, auch mit den Vertretern der Oppositionsparteien, sind wir alle zur Meinung gekommen, dass wir eine umfassende und gleichzeitig eine ernstzunehmende Landesverteidigung uns angelegen sein lassen müssen. Sind hier jetzt gerade aufgrund der Konsequenzen, die Sie genannt haben, tiefergreifende Strukturreformen geplant? Ja. Wir mussten zuerst überhaupt zurückzuversetzen in die Zeit, als die Diskussion um die Reform der österreichischen Verteidigung neu aufgelebt war, wollen wir uns kurz einen Film anschauen, in dem die Ereignisse vom 21. August von der Seite des österreichischen Bundesheeres geschildert werden. Der Einmarsch der Truppen der fünf Warschau-Paktmächte kam für das österreichische Bundesheer völlig überraschend.
In der Nacht zum 21. August wurden nach Bekanntwerden der militärischen Intervention in der Tschechoslowakei Teile der Einsatzverbände des österreichischen Bundesheeres in Alarmbereitschaft versetzt. In wenigen Stunden wurden diese Truppenteile munitioniert. Nach nur 4 Stunden waren sie marschbereit. Die für den Einsatz vorgesehenen Verbände wurden um 16.15 Uhr in Marsch gesetzt. Ihr Ziel war eine Linie, die sich ungefähr mit den Garnisonen nördlich der Donau deckte. Ihr Einsatzbefehl lautete: Sicherung des Grenzraumes gegen die Tschechoslowakei. Die Kommanden der eingesetzten Truppen wurden von den zuständigen Grenzüberwachungsstellen, der Zollwache und der Gendarmerie, über die Lage an der Grenze informiert. Zugleich mit den angesetzten Bodenverbänden wurden auch die österreichischen Luftstreitkräfte herangezogen. Die fliegenden Einheiten nahmen bereits in den frühen Vormittagsstunden des 21. August ihre Aufklärungstätigkeit entlang der Grenze auf. Trotz dieser Vorkehrungsmaßnahmen wurden sowohl österreichischer Luftraum als auch die österreichische Grenze mehrmals verletzt. Die angesetzten Verbände blieben 13 Tage im Einsatz. Das war der 21. August. Seitdem geht eine Bestandaufnahme vor sich, haben wir gesagt. Und dabei ist die Hauptfrage, wo fehlt es eigentlich bei uns? Wo müsste man ansetzen, um die Landesverteidigung wirksamer zu gestalten? Es gibt Kritiker und es gibt Fachleute, die das gesamte Konzept bezweifeln, auf dem die Landesverteidigung aufgebaut ist. Es gibt andere, die meinen, die Durchführung eines an sich richtigen Konzepts sei mangelhaft. Und es gibt schließlich Dritte, aber die sind nicht geteilt untereinander, ganz klar und wie mit der Messerscheide, die meinen, dass es nur an Mitteln fehlt und dass dann sowohl das Konzept als auch die Durchführung in Ordnung wären. Ich glaube, dass es interessant sein wird für unsere Zuschauer, zunächst einmal von einem Fachmann in einer völlig unbeteiligten und objektiven Art und Weise die Grundlagen erörtert zu bekommen, aus denen sich jedes Verteidigungskonzept, Mittel und Durchführung einschließlich ableitet. Wir haben General Freisler gebeten, uns ganz einfach die Grundzüge der österreichischen strategischen Lage zu schildern, in einem Film, den ich jetzt... Kräfte ist, wenn man vor allem die spannungsgeladene internationale Lage berücksichtigt, sehr dringlich erforderlich. Meine Herren, Sie haben die Kritik der beiden Fraktionsvertreter in Verteidigungsfragen der beiden Oppositionsparteien gehört. Das ist eine scharfe Kritik gewesen. Herr Minister, in erster Linie die Frage, wie beantworten Sie den Vorwurf der Verpolitisierung und der, wie es hier hieß, Sprunghaftigkeit Ihrer Art der Führung der Verteidigung? Ja, ich hätte mir eigentlich die Kritik etwas sachbezogener erwartet. Scheinbar hat das Vorwahlstadium hier schon etwas Einschlag und Eingang gefunden. Ich möchte mich daher nicht in polemische Äußerungen als Antwort ergehen. Wegen der Sprunghaftigkeit, glaube ich, können unsere Herren ungeschminkt Auskunft geben. Wir beraten die Dinge sehr intensiv, lang vorbereitend und meistens gehen Entscheidungen, Erprobungen und Überprüfungen voraus, die auf ein Jahr und oft noch länger zurückgehen. Das möchte ich zu diesen Dingen sagen, aber ich bin sehr interessiert zu hören, von Herrn Abgeordneten Zeilinger, dass ein Kompromiss seinerzeit festgelegt wurde zwischen den Koalitionsparteien zu Beginn des Heeres, dass das Verteidigungsbudget 4% nie übersteigen sollte. Ich habe erstmals hier von diesem angeblichen Kompromiss erfahren und ich darf für mich in Anspruch nehmen, dass ich als Verteidigungsminister wahrscheinlich in Kenntnis wäre, wenn es ein solches Kompromiss gegeben hätte. Herr Weiß, Herr Minister, wird jetzt an Sie einige Fragen richten und an die Herren in Bezug auf die Vorwürfe, die die beiden Vertreter der Opposition bezüglich der zu geringen Mittel eben, was Sie jetzt selbst angeschnitten haben, erhoben haben. Bitte, Herr Weiß. Herr Minister, es heißt, das Bundesheer braucht Geld. Sie haben nun ein Konzept vorgelegt bzw. zur Diskussion gestellt, das in einem 10-Jahres-Rhythmus weitere 60 Milliarden Schilling für das Bundesheer vorsieht. Es wird nicht in Abrede gestellt, dass das Bundesheer mehr Geld bekommen soll. Wir haben ein Insert dazu vorbereitet. Bitte darf ich das Insert haben. Aus diesem Insert erkennt man, dass der Anteil des Verteidigungsbudgets am Gesamtbudget
nie über 4% in den letzten Jahren gestiegen ist. Nun hält er bei 3,98%. Eine Auffettung dieses Verteidigungsbudgets, des Anteils des Verteidigungsbudgets am Gesamtbudget, scheint gerechtfertigt, wenn man sich die Vergleichszahlen aus Schweden vorlegt, wo der Anteil des Verteidigungsbudgets bei 14% hält, der Schweiz 29%, Frankreich 20%, USA 52%. Nun kann man dagegen wieder... ...wesentlichsten Bevölkerungspotenzials von Österreich. Das wäre also geradezu eine krass unverantwortliche Theorie, die mit der Praxis nichts mehr zu tun hätte. Dann wäre ja Österreich gar nicht mehr verteidigt, sondern nur mehr ein Teil, ein kleiner, und nicht einmal der Versuch unternommen worden, es zu schützen. Ja gut, aber ultra posse nemo tenetur, sagt der Lateiner und der Jurist, und das gilt auch für Völkerrecht. Sicher. Über das hinaus, was man imstande ist zu tun, wird man nicht gehalten, etwas zu tun. Und wenn es zu Großbewegungen in unserem strategischen Raum seitens der einen oder anderen Großmacht kommt, ist es ganz einfach physisch angesichts des Verhältnisses der Kräfte viel eher die Angelegenheit der anderen Großmacht oder des anderen Bündnisses von Großmächten, hier zu intervenieren, als sich als David gegen den Goliath zu stellen. Und zwar nicht im Begriffen etwa des israelisch-arabischen Krieges. Denn ob NATO oder Warschauer Pakt, wir hätten es mit hocheffizienten, hochwirksamen militärischen Apparaten zu tun. Ja, das glaube ich, da liegen wir etwas falsch. Österreich an sich wird nie Operationsziel sein. Es wird höchstens im Zuge von Operationen mit, wie ich mich einmal ausgedrückt habe, da und dort in Anspruch genommen. Aber die Hauptaufgabe besteht ja darin, dass wir eben infolge unserer eigenen Untätigkeit nicht zum Kampfgebiet werden. Vor allem die Abschirmung der Grenzen ist eine sehr wichtige Aufgabe. Wenn nun Virulenzen an unseren Grenzen sind und wir nicht garantieren können, dass wir diese Virulenzen abwehren, fernhalten von unseren Grenzen, dann werden das andere tun. Und wenn Verbände bei uns übertreten und wir sie nicht internieren, nicht entwaffnen können, dann werden die anderen das tun. Und das, wenn die das tun, dann wird auch die andere Seite in unser Land kommen, um eben vor Überraschungen gesichert zu sein. Das sind die zentralen Aufgaben, die wir zu bewältigen haben. Dass wir hier, immer was an unseren Grenzen geschieht, möglichst diese Schwierigkeiten von unserem Staatsgebiet weghalten, um dadurch auch eine weltweite Ausweitung vielleicht lokal begrenzter Konflikte fernzuhalten. Und diese wichtigste Aufgabenstellung, glaube ich, wird immer zu wenig erkannt. Herr Minister, entspricht nicht die Art, wie man am 21. August reagiert hat, das heißt die Einsatzverbände zuerst in Stellung geschickt hat, dem eigentlichen Auftrag wörtlich des Grenzschutzes, der doch in erster Linie mal für die Grenzabsicherung da gewesen wäre? Und widerspricht das nicht dem, was Sie gesagt haben, Herr General, dass man sich in der Tiefe des Raumes auch verteidigen muss und an den Grenzen beginnen, also mit dem Grenzschutz? Nein, ich glaube, wenn ich hier antworten darf, nicht. Denn wenn wir hier ein Zeitkalkül anstellen, dann kommen wir... Ich erinnere... Die Kritiker bekommen weiteren Aufwind, wenn zum Beispiel ein Heereslieferant für sich reklamiert, dass sie gesagt hätten, durch diesen Auftrag werde die von ihnen wiederholt geäußerte Absicht, der heimischen Wirtschaft Subventionen zu erteilen, verwirklicht. Herr Minister, das Bundesheer als ebenfalls Subventionsgeber für die heimische Wirtschaft. Kann das Sinn einer vermehrten Aufrüstung sein? Kann das Sinn von mehr Geld für das Bundesheer sein? Ja, zunächst möchte ich sagen, dass wir eine außerordentlich klare Konzeption haben. Es ist aus der Presse bekannt, dass wir unsere Konzeption den politischen Parteien jetzt, bevor wir sie der Öffentlichkeit kundtun, übermitteln werden. Sie werden ja verstehen, dass ich jetzt nicht in ganzer Bandbreite das bereits vor der Information der Oppositionsparteien tun möchte. Herr Minister, möchte. Gehe ich aber richtig in der Annahme, dass alle Ansätze des Bundesheeres linear erhöht werden? Von dem ist überhaupt keine Rede. Ich bin hier in einer schwierigen Situation, weil ich diese konkrete Aussage jetzt, und ich bitte darum, Sie um Verständnis, nicht sagen darf. Es ist ein ausgesprochenes Schwerpunktprogramm, das die neuralgischen Punkte aufgreift, das die größten Schwächen zu beseitigen versucht. Einige dieser größten Schwächen darf ich andeuten.
Die mangelnde Tonnagekapazität hat sich sowohl aus der Erfahrung der vergangenen Einsätze des Heeres wie auch jetzt neuerlich als einer der drängendsten Probleme erwiesen. Diese mangelnde Tonnagefähigkeit oder Kapazität wird gesteigert durch die große Störanfälligkeit des vorhandenen und nun sehr alten Materials. Die Aufstellung gerade der Verbände, die immer urgiert wird, scheitert in einer, nämlich sie scheitert nicht, sondern sie geht nicht im entsprechenden Tempo voran, weil uns die Ausrüstung, die Mannesausrüstung, die wir beschaffen müssen, nicht zu beschaffen in jenem Ausmaß möglich ist, den wir brauchen, um die Kapazität zu steigern. Hier wird übersehen, dass wir fast auf dem Sektor, auf der Stufe 0 angefangen haben und heute eine ungeheuer beachtliche Reservearmee bereits haben. Dass die Infanterie modernst ausgerüstet ist und dass daher von einer Benachteiligung der Infanterie nicht die Rede sein kann. Im Gegenteil, dass wir die größten Schwierigkeiten haben, die Waffen auch richtig einzubauen, organisatorisch einzuplanen, weil ein zu viel auch hier weniger ist. Das kann logistisch nicht mehr bewältigt werden. Wir gehen in der Richtung, mit dem geringsten, mit dem Geld den größten Effekt zu erreichen. Wir haben weitere Druckpunkte, die wir sehr rasch beseitigen wollen, in Bezug auf die Versorgungsanlagen, auf die Kampfanlagen des Heeres. Herr Minister, gestatten Sie... Sehr gezielt. Brand ist, dass sich Politiker, Publizisten dafür interessieren, oder ist das Ihnen vielleicht recht sogar? Ich habe das immer gefährdet. Ich habe gleich nach meinem Amtsantritt die bekannte Informations- und Aufklärungskampagne gemacht. Denn meine Überzeugung ist ja immer die gewesen, solange die österreichische Bevölkerung nicht die Sinnhaftigkeit dieses ganzen Unternehmens, die Notwendigkeit einsieht, solange wird sie nicht bereit sein, dafür Opfer zu bringen. Der ist das die Hauptaufgabe und ich begrüße der jede Diskussion und je stärker sie ist, umso besser. Und endlich ist es doch auch gelungen, die Verteidigungspolitik in jene Position im Rahmen der Gesamtpolitik einzuordnen, die ihrer Bedeutung gemäß ist. Ja, das ist der Augenblick, wo wir uns eigentlich auch wegen der fortschreitenden Zeit, die andere Kategorie der Kritiker anhören müssen. Die Kritiker, die nicht so sehr das Konzept kritisieren, als die Durchführung und den Mangel an Mitteln und so weiter. Und deswegen bitte ich jetzt den Film mit den beiden Abgeordneten, Herrn Zeilinger und Mandl, zu bringen. Unmittelbar nach der Krise in der Tschechoslowakei hatte jeder Österreicher das Gefühl, wir haben Glück gehabt, wir sind noch einmal davongekommen. Aber jetzt müssen dringend Konsequenzen in unserer Landesverteidigung gezogen werden. Da erklärte Herr Verteidigungsminister Prader, in der Organisation unseres Bundesheeres sei alles in Ordnung und es sei keineswegs notwendig, Konsequenzen zu ziehen. Darin sind wir Freiheitlichen entgegengetreten, denn wir stehen auf den Standpunkt, neutral sein heißt allein sein. Wir haben keine Verbündeten, wir müssen selbst das Bestmögliche aus der Landesverteidigung herausholen. Wir haben aber Konstruktionsfehler in der derzeitigen Landesverteidigung. Es hat ein führender General einmal den Satz geprägt, unser Heer ist für ein Friedensheer zu groß, für ein Mobheer aber viel zu klein. Tatsache ist, dass wir bisher etwa 450.000 bis 500.000 Soldaten ausgebildet haben, um teures Geld, um Millionen ausgebildet haben, dass auch nur der kleinste Teil dieser ausgebildeten Soldaten ins Mobheer überführt wird, denn wir haben ja nur für etwa 80.000 bis 100.000 Mann Waffen, Geräte, Uniformen. Das heißt, eine halbe Million ausgebildet, aber etwa 100.000 nur können Österreich verteidigen. Und alles geht immer wieder auf das leidige Problem zurück, kein Geld da. Bei der Aufstellung unseres Bundesheers haben sich die beiden damaligen Regierungsparteien ÖVP und SPÖ einen wunderbaren Kompromiss geschlossen. Man hat zwar zur allgemeinen Wehrpflicht Ja gesagt, sich gleichzeitig aber geeinigt, nicht mehr wie 4% der Landesverteidigung zur Verfügung zu stellen. Ist inzwischen sogar unter 4% abgesunken. Es gibt keinen Staat der Welt, der allgemeine Wehrpflicht hat, der den ernsten Willen hat, sich zu verteidigen und nicht einmal 4% des Budgets für die Verteidigung dieses Staates ausgibt. Man hört übrigens in diesen Tagen, die Regierung wolle eine Anleihe aufnehmen. Na, das ist teures Geld, das muss mit Zinsen und Zinseszinsen zurückbezahlt werden, muss so gut als möglich angelegt werden. Klingt es einem Aggressor in unserem Lande nicht, sein von ihm angestrebtes Operationsziel rasch zu erreichen, dann verliert er sein Überraschungsmoment und muss an seinen anderen Fronten mit irgendwelchen Gegenmaßnahmen rechnen. Unser Land bietet auch entlang der Hauptdurchstoßrichtungen nicht Raum genug,
um eine unbegrenzte Zahl von Panzerdivisionen zum Einsatz zu bringen. Wenn wir daher unsere Hauptstoßrichtungen durch wirkungsvolle Sperren und Befestigungsanlagen aller Art ab der Grenze und in der Tiefe unseres Landes abriegeln, werden die Schwierigkeiten und der Zeitbedarf für einen Aggressor noch größer. Österreich besitzt als neutrales Land eine gemeinsame Grenze mit zwei Staaten der NATO und zwei Staaten des Warschauer Paktes. Für die NATO stellen wir zusammen mit der Schweiz einen neutralen Riegel dar, der von den französischen Alpen bis zu den Karpaten reicht. Der neutrale Riegel teilt die NATO-Streitkräfte in eine Nord- und eine Südgruppe. Für den Warschauer Pakt bildet Österreich das Sprungbrett für Operationen in den süddeutschen Raum nach Norditalien bzw. ans Mittelmeer. Österreich liegt also bei einer Auseinandersetzung der Paktsysteme immer in einem Spannungsfeld. Ein militärisches Vakuum in Österreich würde daher in einer solchen Situation eine Einladung an die Großmächte darstellen, sich der strategischen Vorteile, die durch die Besetzung unseres Landes entstehen, zu bedienen. Bei einer Krise in Europa kann es wieder rasch notwendig werden, die bedrohten Grenzen militärisch gegen kleinere Übergriffe oder größere Flüchtlingsbewegungen zu sichern. Eine solche Aufgabe kann das Bundesheer jederzeit und ohne Schwierigkeiten rasch durchführen. Ich weiß nicht, meine Damen und Herren, ob Sie genau verfolgt haben, was General Freisler zu sagen hatte und ob es Ihnen möglich war, herauszuhören, jene Feinheiten, auf die es hier ankommt. Wie zum Schluss seinen Satz, dass es sicherlich in der Macht des Bundesheeres ist, kleinere Übergriffe an mit dem Geld den größten Effekt zu erreichen. Wir haben weitere Druckpunkte, die wir sehr rasch beseitigen wollen, in Bezug auf die Versorgungsanlagen, auf die Kampfanlagen des Heeres. Herr Minister, gestatten Sie... Sehr gezielte Programme. Jetzt haben wir keine Zeit mehr. Sehr gezielte Programme. Das möchte ich sagen. Bei von 60 Milliarden zusätzlich war überhaupt nie die Rede. Das ist eine völlig falsche Interpretation. Es handelt sich um ein Leitbild, das alles das, was vorhanden ist, ja bereits mit hinein projiziert und hineinlegt auf lange, lange Zeit. Dass man von diesem Leitbild her nun die Essenz zunächst macht, das Wichtigste, das Dringende, das liegt in der Linie, aber die Orientierung muss dieses Leitbild angeben, um eben beurteilen zu können, ob wir richtig liegen oder nicht richtig liegen. Herr Minister, darf ich jetzt wegen der fortgeschrittenen Zeit wieder einmal unterbrechen und nur noch ein kurzes Kreuzfeuer von Fragen stellen, die bitte auch mit Ja oder Nein eigentlich zu beantworten sind. Ist die also Reorganisation der Verwaltung ins Auge gefasst worden? Jawohl, bereits durchgeführt, zu einem großen Teil. Ist die Festlegung der Schwerpunkte und die Reduzierung der strategischen Aufträge an das Bundesheer im Gespräch im Rahmen der Reform? Das ist selbstverständlich. Beabsichtigt die Bundesregierung oder beabsichtigen Sie vorzuschlagen, dass der Paragraph 13 des Staatsvertrags im Zusammenhang mit Paragraph 17, in dem eine Prozedur vorgesehen ist, diese Prozedur in Gang gesetzt wird, um uns im Bereich der Panzerabwehr und der Luftabwehr die bescheidenen, aber unerlässlichen Raketenwaffen zu ermöglichen. Darum bemühen wir uns schon sehr lange Zeit. Können Sie uns sagen, ob die Finanzierung der zukünftigen Aufgaben für Verbesserung des Bundesheeres auf dem Wege der Wehrsteuer, einer Sondersteuer oder der Anleihen oder auf beiden Wegen finanziert werden soll? Es soll eine Verbesserung erfolgen. Die Methodik kann ich Ihnen derzeit noch nicht sagen. So, das waren die Fragen. Und jetzt noch ein politischer Aspekt der ganzen Situation. Es ist interessant, dass als eine Folge des 21. August, und Sie haben Ihre Freude darüber Ausdruck verliehen,
die Verteidigung so in den Vordergrund geraten ist. Das hat Nachteile, das hat auch Vorteile. Man wird gefragt, wie von Inquisitoren, aber dafür wird auch die Öffentlichkeit damit vertraut. Wir finden, dass es politisch interessant ist, dass Ihr Regierungschef und Parteiobmann Ihrer Partei offensichtlich sein ganzes persönliches Prestige auch jetzt engagiert hat, für das, was man also die österreichische Wehrreform nennen könnte. Und das kommt ganz klar zum Ausdruck in einem Gespräch, das Kollege Wodopiewicz mit dem Herrn... Und es wäre einfach gelacht, wenn es nicht gelänge, so oder so trotzdem die Gleichheit vor dem Gesetz zu wahren. Ein echtes Rüstungskonzept und eine von operativer Seite festgelegte Rangordnung hätte wohl nie zum Ankauf sündteurer Kanonenboote und zur fragwürdigen Bestellung von 20 Trainingsflugzeugen geführt, die man leichtfertigerweise als gefechtstüchtig deklariert. Vorrang in allen und jeden gebührt ohne Zweifel einer kampfstarken Jägertruppe. Ein Schild von 3 gut aufgefüllten Grenadierbrigaden und dahinter eine durch Pflichtwaffenübungen immer aufs Neue geschulte, sagen wir 120.000 Mann starke Landwehr, das ist, was Österreich not tut. Und dazu eine echte militärische Spitze. Der Weg heißt also, weg vom Schreibtisch her, Konzentrierung der Verbände, eisernes Training, vor allem in Sperraufgaben und das Anheuern von Soldaten auf Zeit zu besten Preisen. Das bisherige Landesverteidigungskonzept basierte auf einer Improvisation alter Bundeswehrtradition und deutscher Wehrmachtserfahrung. Und diese Improvisation dauert bis heute. Selbst alle Organisationsvorschläge und Organisationsänderungen sind nur Stückwerk. Man kann das Konzept nur von Grund auf erneuern. Österreich trägt auch nicht Rechnung der heutigen unruhigen Jugend, der unruhigen Generation, die einen Sinn in der Landesverteidigung sehen will, einen Sinn in einem zukünftigen konventionellen oder atomaren Krieg die Heimat zu verteidigen. Diese unruhige Generation ist ja nicht auf Österreich allein beschränkt. Einige Gedanken, die hier vielleicht zum Umdenken des Landesverteidigungskonzepts dienen können, möchte ich sagen. Landesverteidigungsdienstpflicht gegliedert in eine freiwillige Dienstpflicht auf mindestens 5 Jahre in einer Grenzschutztruppe mit technischer, hoher, intensiver Ausbildung und garantierter Überführung in die Wirtschaft und in Staatsberufe. Weiters in einer 6-monatigen Landsturmpflicht mit der Waffe, die der Struktur Österreichs nach Bundesländer gegliedert sein müsste, und in einer Dienst ohne Waffe im Zivilschutz, der unterteilt ist in Atomschutz, Luftschutz.